jetzt direkt loslegen. Stellen machen wir noch eine kurze Runde mit zwei begrüßenden Worten. Also ich bin Richard, ich bin ehemaliger Bundesvorsitzender von den Humanisten bis im April, dann aus beruflichen Gründen etwas kürzer getreten und freue mich heute, den Abend moderieren zu dürfen. Ich sehe, wir haben auch ein, zwei bekanntere Gesichter bei den Humanisten dabei. Vielleicht möchte Lasse ganz kurz zwei Worte zu sich sagen, unser Bundesvorsitzender, und dann geben wir noch Sascha schnell die Gelegenheit, mal Hallo zu sagen, als unser Spitzenkandidat, und nach der kurzen Abhandlung wollen wir dann auch schnell übergehen zum inhaltlichen Teil. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, so viele Interessenten hier begrüßen zu dürfen und auch unseren Gast heute. Hallo. Ja, ich bin Bundesvorsitzender der Partei der Humanisten, seit April, also direkt auf Richard gefolgt. Ich muss mich auch schon gleich entschuldigen, dass ich um 20 Uhr in die Bundesvorstandssitzung wechseln werde, aber bis dahin bin ich gespannt auf den Vortrag und freue mich sehr. Sascha? Danke. Ja, herzlichen Dank. Dann auch von mir aus schön, dass ich mal wieder hier bin. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin, Richard hat es gerade schon angekündigt, Spitzenkandidat zur Europawahl im nächsten Jahr. Auch für mich ist Lobbyismus ein großes, großes Thema, das ich da angehen möchte. Und allein deswegen lohnt es sich, heute hier zu sein. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Gründe, unter anderem unseren großartigen, lässt sich nicht anders sagen, Referenten. Genau, danke Sascha. Und das ist doch auch schon eine wunderbare Überleitung. Jetzt könnte ich als Moderator natürlich den Marco vorstellen, aber ich denke, er kann es selbst am besten. Und deswegen würde ich auch direkt dir, Marco, das Wort übergeben. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und ja, the stage is yours. Ja, erstmal vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung und natürlich die freundlichen Worte. Ja, ich würde ein bisschen was erzählen zu meinen Erfahrungen, 19 Jahre Bundestag, ganz kurz zu mir. Ja, ich bin Dortmunder, bin hier geboren, aufgewachsen, bin dann irgendwann während der Uni zur Politik gekommen und ziemlich jung für die damaligen Verhältnisse in den Bundestag gekommen, mit Anfang 30, Wahlkreis Dortmund 1, immer direkt gewonnen, am Anfang mit ich glaube 57,8%, was jetzt aber nicht an mir unbedingt lag, sondern der Wahlkreis wurde, ich war damals in der SPD, immer auch von der SPD gewonnen. Bin als Umweltpolitiker und Energiepolitiker in den Bundestag gekommen und dachte natürlich auch, dass ich dieses Thema hauptsächlich behandle. Das habe ich auch versucht, habe aber immer mehr gemerkt, wie schwer das ist und dass es häufig dann bei Entscheidungen nicht mehr um Sachthemen, um Argumente, um Fakten, um Wissenschaft geht, sondern am Ende geht es darum, wo die stärkste Lobby sitzt und wer die stärkste Lobby hinter sich hat. Und das wird dann auch gemacht. Und das hat mich zunehmend frustriert und es hat mich aber auch dazu gebracht, absoluter Lobby-Experte zu werden, mich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich eigentlich gar nicht auseinandersetzen wollte oder die ich als gegeben hingesehen habe. Denn eigentlich habe ich mir eine Demokratie anders vorgestellt. Und das wird auch so ein bisschen das Thema sein. Ich bin irgendwann ausgetreten aus der SPD, 2 Jahre bevor ich den Bundestag verlassen habe, war dann fraktionslos. Das war eine sehr spannende Zeit. Auf einmal hatte ich viel mehr Gesprächsmöglichkeiten, denn es gibt eine ganze Menge Menschen, Initiativen, Verbände, Vereine, die sich von Parteien schon abgewandt haben und mit denen ich aber dann ins Gespräch gekommen bin. Also das war auch nochmal sehr erkenntnisreich und auch den Bundestag dann nochmal so kennenzulernen. Jetzt bin ich schon seit anderthalb, man muss schon fast sagen, 2 Jahren draußen, engagiere mich aber weiter in diesem Bereich, was Lobbyarbeit angeht, habe dazu auch ein Buch geschrieben, Lobbyland heißt es, daraus ist aber auch eine Initiative geworden, ein Podcast, Vorträge und ja, und auch dazu gehört es zum Beispiel dann, wie heute Abend hier zu sein und ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ja, vielleicht, ich fange an, ich habe das so ein bisschen dreigeteilt oder besser gesagt, mir so vorgestellt, dass ihr einfach reingrätscht, wenn es eine Fachfrage oder eine Erkenntnisfrage ergibt und dass wir dann hinterher irgendwie diskutieren. Ich würde so dreiteilig vorgehen, einmal nicht nur was zu Lobbyismus sagen, sondern zu Demokratie allgemein und den Erfahrungen. Dann komme ich stärker auch nochmal zu Lobbyismus
Und dann aber auch zu dem, worum es ja auch eigentlich gehen sollte, was kann man denn eigentlich machen? Und was, wie müssen wir eigentlich unsere Demokratie stärken? Und wie müsste man vorgehen? Genau. Ja, ich fange mal an mit der Demokratie an sich. Ich glaube, wenn man die Leute fragt, es gibt zwar ein immer größeres ungutes Gefühl bei den Menschen und leider gibt es auch immer mehr Menschen, die sich nicht nur von Politik und Politikern abwenden, sondern leider auch immer mehr von der Demokratie, weil sie natürlich denken, so wie es jetzt läuft und insgesamt ist, dass das irgendwie Demokratie in Reinkultur ist. Und das wird zu einer immer größeren Bedrohung, vor allen Dingen, weil nicht nur, das machen sie immer noch hauptsächlich, diese Menschen nicht mehr wählen gehen, sich, wie gesagt, abwenden, vielleicht noch in ihre Privatsphäre flüchten, sondern weil es daraus auch Wut entsteht und einige auch abwandern, eben zum Beispiel zur AfD oder sogar hauptsächlich jetzt von denen, die, weil sie meinen, die da oben müssten jetzt mal einen Denkzettel bekommen. Und auch das ist natürlich gefährlich. Trotzdem würden, glaube ich, viele, wenn man sie direkt fragt, immer noch sagen, ja, eigentlich ist doch mit unserer Demokratie noch alles irgendwie in Ordnung. Das ist stabil seit Jahrzehnten. Es gibt sozusagen die gleichen Grundsätze und wir haben freie Wahlen und so weiter. Also eigentlich noch so in ganz guter Ordnung. Und ich glaube, es würde Leuten schwerfallen, zu beurteilen, wo fängt es an, dass es eine richtige Demokratie ist, wie sie auch mal gedacht wurde, oder wo fängt es an, zu einer Fassadendemokratie zu werden. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, was das denn irgendwie bedeutet. Wenn man sich jetzt mal unsere Demokratie anguckt, jede Demokratie ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben hier in Deutschland natürlich aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und natürlich dann des Faschismus schon ein paar Besonderheiten. Und wir haben eine repräsentative Demokratie. Das ist bei den meisten anderen Demokratien auch so. Das heißt, logischerweise, wir können uns irgendwie nicht mehr unter der Linde verabreden oder auf der Agora treffen und dann über Dinge abstimmen. Bei 80 Millionen muss das natürlich anders organisiert sein. Das heißt, wir wählen Menschen, die uns dann in den Parlamenten vertreten. Auf Landesebene, Bundesebene und Europaebene und eigentlich ja auch vor Ort dann auf der Ratsebene. Und zweiter Punkt ist eigentlich, dass es auch eine Parteiendemokratie ist. Das heißt, die Parteien haben de facto die eigentliche politische Macht komplett. Das heißt, sie kandidieren, stellen Leute auf und aus deren Kreis werden die Leute in die Parlamente gewählt und die Parlamente bestimmen wieder sozusagen die Regierung. Und das heißt, darauf fußt sich auch alles. Es gibt eine Parteienfinanzierung und darauf fußt sozusagen auch so ein bisschen unsere Demokratie und eben auf den Wahlen. Wir haben keine partizipativen Möglichkeiten. Es gibt zwar Länder, die das haben und vielleicht auch Kommunen, aber auf Bundesebene gibt es die nicht. Man kann eine Petition schreiben. Aber was damit wird, selbst wenn es genug Unterschriften gibt, kommt sie zwar im Petitionsausschuss, aber es gibt keine Gewähr, dass daraus irgendwas entsteht. Volksabstimmungen gibt es nicht. Bürgerräte haben, wenn dann, keine Kompetenz. Das heißt, es bleibt alles bei den Parlamenten. Es gibt aber ein paar Dinge, die sich das Grundgesetz schon ganz gut gedacht hat. Also zum Beispiel, dass jeder Abgeordnete, der gewählt ist, nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Nicht seiner Partei, nicht seiner Fraktion, schon gar nicht einer Regierung oder einem Konzern. Das steht sogar so im Grundgesetz. Des Weiteren gibt es da noch ein paar Regelungen, die da eigentlich stehen. Also zum Beispiel, dass im Bundestag es überfraktionelle Anträge geben kann. Also wo Abgeordnete verschiedener Parteien, Fraktionen sich zusammentun, weil sie irgendwas voranbringen wollen. Also nicht auf die Regierung warten müssen, sondern selbstständig Gesetze machen können, sie auch durchbringen können und dann die Regierung ausführt. Und auch das ist Teil eigentlich unserer Demokratie. Es gibt eine Gewaltenteilung und das ist einmal mit so der wichtigste, neben den Wahlen, der wichtigste Faktor. Also es gibt eine Judikative, ist klar. Es gibt aber eben dann auch nochmal die politische Aufteilung zwischen Exekutive und Legislative, wobei der Bundestag eigentlich die Entscheidungsmitte ist. Das heißt, der Bundestag entscheidet.
Die Regierung führt aus und der Bundestag, also ganz interessant, ich hatte heute Morgen sogar ein Gespräch mit einer Uni über so ein Forschungsprojekt, da ging es nämlich genau um dieses Thema. Also eigentlich ist der Bundestag die Entscheidungsmittel und entscheidet und sollte die Regierung kontrollieren. Ich komme genau darauf gleich zurück, weil das, um noch eben das abzuschließen, das ist so ein bisschen das Wesen unserer Demokratie. Und so funktioniert sie eigentlich seit den 50er Jahren. Und in den Abläufen hat sich wenig getan bis heute. Es hat sich aber in der Welt sehr viel getan. Es hat sich in unserer Wirtschaft sehr viel getan und insgesamt im System. Das heißt, eigentlich, und auch das gehört eigentlich zum Wesen einer Demokratie, muss sie sich immer weiterentwickeln. Sie muss mit der Zeit gehen. Sie muss immer wieder diskutiert werden, hinterfragt werden, immer wieder verteidigt werden. Ich glaube, ganz viele, gerade so schon aus meiner Generation, erst recht an die Jüngeren, denken so, Demokratie, das ist sowieso das, was da ist. Das muss man nicht erkämpfen, das ist da und das wird immer da sein. Aber ich glaube, dass das ein großer Irrglaube ist und man eigentlich dieses Thema Demokratie immer wieder auf der Tagesordnung haben müsste. Selbst wenn es gut funktioniert, müsste das ein Punkt sein, wie man es weiterentwickelt. Genau das wurde zum Beispiel nicht getan. Da bin ich beim ersten Kritikpunkt. Es wird nie wirklich über Demokratie diskutiert. Es wird als gegeben hingenommen. Und wenn überhaupt, dann wenn Feinde innerhalb, also bestimmte Parteien oder extremistische Gruppen da sind, dann werden sie als antidemokratisch bezeichnet. Und das ist der einzige Punkt, wo man sich mit Demokratie auseinandersetzt. Ansonsten macht man das einfach nicht. Dabei gibt es zersetzende, demontierende Kräfte innerhalb des Systems, die mittlerweile Maßen und Möglichkeiten angenommen haben, die ich für sehr gefährlich halte und die meines Erachtens, wie gesagt, zu einer Demontage der Demokratie führen und zu einer Fassadendemokratie führen. Was ist Fassadendemokratie? Das hat mal vor allen Dingen Colin Crouch, aber viele andere Politikwissenschaftler, und das ist nicht nur in Deutschland so, formuliert, dass sie sagen, ja, eigentlich sieht es aus, als wenn alles noch intakt gibt, freie Wahlen, Gewaltenteilung und. Aber im Hintergrund laufen ganz andere Kräfte ab, bestimmen ganz andere Kräfte und die Bevölkerung, die gibt zwar noch ihre Stimme ab, aber dann ist sie außen vor und hat nichts mehr zu sagen und die Gesetze und was anderes wird eben von anderen diktiert. Lange hätte ich gesagt, das stimmt. Wenn überhaupt, dann sind wir auf dem Weg dahin, aber das stimmt so nicht. Mittlerweile muss ich sagen, dass die das behaupten und die das aufgestellt haben, da nicht so Unrecht haben und dass sich immer mehr zeigt, dass viel Fassade ist und dahinter viele Dinge ablaufen, die absolut mit dem eigentlichen Verständnis von Demokratie und auch mit meinem Verständnis von Demokratie nicht viel am Hut haben. Da könnte ich viel erzählen aus dem Bundestag, vielleicht kommen wir auch noch zu einigen, aber ich möchte ja doch jetzt irgendwie zu den wesentlichen Punkten kommen, woran ich das festmache. Nehmen wir jetzt mal diese Gewaltenteilung, auf die ich gerade schon eingegangen bin. Die gibt es de facto nicht mehr, zumindest nicht zwischen Bundestag und Regierung. Also wir erleben die schon noch bei der Rechtsprechung. Aber wir erleben sie nicht mehr zwischen Bundestag und Bundesregierung. Der Bundestag kontrolliert keine Regierung, das tut er nicht. Im Gegenteil, die Regierung kontrolliert das Parlament. Die Regierung macht fast alle Gesetze. Ich habe das auch in Zahlen und Fakten in meinem Buch dargelegt. Es sind fast alle Gesetze, die von der Regierung entstehen. Fast kein Gesetz, was im Parlament mehr entsteht. Diese Gesetze kommen von der Regierung ins Parlament und durch die Regierungsmehrheit, die es in Deutschland immer gibt, hier gab es noch nie eine Minderheitenregierung, und das ist übrigens ein Grund, warum es niemals eine Minderheitenregierung gibt, damit hat man immer automatisch eine Mehrheit im Parlament, weil der Bundestag, der eigentlich die Entscheidungsmitte ist, fast immer alles abnickt. Die Mehrheit nickt das ab, was die Regierung vorgibt. Es werden selten noch Dinge verändert, wenn, dann sind das so Kleinigkeiten. Und das noch nicht mal immer positive, da kommen wir später noch bei den Lobbyisten zu. Im Wesentlichen werden die Gesetze also von der Regierung gemacht, durchgebracht und die Fraktionsvorsitzenden sind eigentlich auch dazu da, nicht das wirklich zu diskutieren mit den Fraktionen, sondern das mehrheitsfähig zu machen oder besser gesagt, die Mehrheiten beieinander zu halten. Passiert das mal nicht, rebellieren mal Abgeordnete, vor allen Dingen Fachpolitiker zum Beispiel, die davon Ahnung haben von den Gesetzen, zur Not werden sie ausgetauscht, die werden unter Druck gesetzt. All das habe ich selber ja häufiger erlebt
Und das ist auch in allen Fraktionen so. Es gibt da keine Ausnahmen mehr. Es gibt de facto einen Fraktionszwang. Alle würden das Fraktionsdisziplin nennen, weil Fraktionszwang ist verboten laut Gesetz. Aber de facto ist es ein Fraktionszwang, weil wer dagegen opponiert und seinem Gewissen folgt bei Entscheidungen, der wird sanktioniert innerhalb der Fraktion. Nicht immer harsch und nicht mehr sofort auf Dauer, aber natürlich, wenn es sich häuft, dann auf jeden Fall. Er wird erstmal zur Raison gebracht. Man droht einem an, nicht mehr auf einen guten Listenplatz zu kommen bei der nächsten Wahl. Das ist natürlich für die meisten Abgeordneten zentral, weil es gibt nur wenige Abgeordnete, die ihren Wahlkreis gewinnen oder zumindest sicher gewinnen können. Ich bin nur weiter im Bundestag geblieben, weil ich eben nicht diesem System unterliege, weil ich meinen Wahlkreis direkt gewonnen habe und weil die Partei vor Ort mich immer wieder direkt aufgestellt hat. Und ich mich darauf, konnte ich mich nicht verlassen, aber das ist immer wieder so passiert. Und deswegen konnte ich sozusagen mir Freiheiten nehmen, die die meisten anderen Abgeordneten nicht haben. Natürlich funktioniert das auch andersrum. Wer sich schön daran hält, alles mitmacht, die Spielregeln beachtet, Fraktionszwang einhält, der hat natürlich Chancen, Karriere zu machen. Und der kommt auch nach oben, wenn er ansonsten sozusagen genehm ist. Nicht, wenn er eine gute Arbeit macht, sondern wenn er genehm ist und es denen recht macht, die darüber bestimmen, wer bestimmte Positionen bezieht. Weil innerhalb des Bundestages, innerhalb der Fraktion, gibt es viele Dinge, die werden nicht gewählt, die werden bestimmt. Oder zumindest vorgeprägt und vorgeschlagen und meistens dann auch so wiederum abgenickt. Wenn es da mal eine Gegenkandidatur gibt, hat die meistens eigentlich keine Chance. Das heißt, da entsteht so ein System mit Spielregeln im Bundestag, dem sich die Abgeordneten unterwerfen müssen, egal ob sie die gerecht finden, die Spielregeln, oder auch nicht gerecht finden. Da könnte ich mehrere Beispiele sagen. Ich nenne aber mal eins. Ich habe, weil es auch nochmal wichtig ist für das Thema, irgendwann mit dem grünen Abgeordneten Gerd Schick, der war finanzpolitischer Sprecher der Grünen, genau das gemacht, was man eben nicht machen darf nach diesen Spielregeln. Wir haben einen Kodex aufgestellt für Abgeordnete, dem wir uns selbstständig unterworfen haben, weil es diese Regeln auf Bundesebene nicht gibt. Also bestimmte Lobbyregeln, dass wir gesagt haben, wir machen unsere Lobbytermine öffentlich. Dann wir wechseln nicht direkt vom Bundestag in die Wirtschaft, vor allen Dingen nicht als Lobbyist. Wir lehnen bestimmte Nebenverdienste ab und also Regeln, die eigentlich herrschen müssten, die es aber nicht gibt. Und wir wollten dafür Werbung machen und möglichst viele, die sich anschließen. Und das ist einfach nicht vorgesehen, obwohl es eigentlich vorgesehen ist vom Grundgesetz, aber das lehnt man von allen Fraktionsspitzen ab. Und wir haben da beide Stress für bekommen in unseren Fraktionen. Jetzt denkt man irgendwie so vielleicht noch ein, oder viele dachten immer noch so, ja, bei den Grünen ist es irgendwie komplett anders, aber auch Gerd Schick befand sich dann in der gleichen Position wie ich. Wir sind mittlerweile beide nicht mehr im Bundestag, beide eher in NGOs organisiert. Gerd Schick hat eine eigene gegründet zur Finanzwende, wo er genau über Lobbyismus und bestimmte Regeln spricht, gerade natürlich im Finanzbereich, wo er sich besonders auskennt. Ja, dieser Kodex hat sich nicht durchgesetzt. Über 40 Abgeordnete haben den zwar unterzeichnet, auch die haben Stress gekriegt von ihren Fraktionen. Es ist dann alles so ein bisschen im Sande verlaufen, obwohl diese Regeln immer noch notwendig sind. Also ich habe das mal an einem Beispiel jetzt genannt, wie ich das beurteile bezüglich des Fraktionszwangs der Gewaltenteilung. Ist nur ein Mosaikstein, aber schon ein nicht unwichtiges. Ich komme zu einem zweiten, bevor ich dann zum Thema Lobbyismus komme. Ein zweiter Baustein für diese Spielregeln im Parlament und wie es insgesamt läuft, auch dann schon im Vergleich mit der Öffentlichkeit, ist die Repräsentation. Ich habe ja davon gesprochen, wir sind eine repräsentative Demokratie. Dann muss man aber auch repräsentativ sein, gerade weil es diese Einmischung der Bevölkerung sonst nicht gibt. Und ich sage jetzt nochmal was zu Petitionen. Ich kriege ja selber jede Woche ein paar geschickt nach dem Motto, unterstützt doch mal, bring doch mal bei Social Media, unterschreib doch mal. Ich mache das immer noch ab und zu, wohl wissend, dass das null Effekt hat.
Ich habe in 17 Jahren SPD-Fraktion zweimal ernsthaft in der SPD über eine Petition diskutiert mit der Fraktion. Daran sieht man, welche Wertigkeiten Petitionen haben. Die kommen vielleicht in den Petitionsausschuss, wenn sie genug Unterschriften haben. Dort diskutiert man auch drüber, aber sie landen eigentlich nie in der politischen Debatte, außer eine Fraktion hat das Thema eh auf dem Plan und dann kommt so eine Petition zur Hilfe und dann bringen sie das vielleicht. Aber ansonsten interessieren uns Petitionen nicht. Genauso wie uns Demonstrationen gerade in Berlin überhaupt nicht interessieren. Gibt es jeden Tag eine Demonstration. Das heißt, Volkes Stimme, Volkes Meinung kommt eigentlich nicht an. Umfragen sind uns auch egal zu irgendwelchen Themen. Höchstens sozusagen, es gibt mal so eine Empörungswelle, dann kommt die an. Aber das sind ja häufig eher die Lauten mit den Empörungswellen und jetzt nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung. Es gibt Untersuchungen sogar dazu, dass nur die 10% in der Gesellschaft mit dem größten Vermögen wirklich, wenn die was zu sagen haben, das in der Politik landet und dann auch zum Thema wird. Die unteren 50% haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwas durchzusetzen. Nur dann, wenn die anderen 50% sozusagen der gleichen Meinung sind oder viele von denen. Ansonsten gibt es das nicht. Und das hat sich nicht verändert, egal wer an der Regierung sitzt. Damals wurde die Untersuchung, gab es schon bei Rot-Grün, dann irgendwie auch bei Schwarz-Gelb, bei der Großen Koalition. Es hat sich nichts verändert von den Themen, die dann wirklich behandelt werden und abgearbeitet werden. Das muss man sagen. Aber jetzt nochmal zu der Repräsentation. Also wenn man repräsentiert, dann muss es auch wirklich vernünftig sein, weil, wie gesagt, Volkesstimme sonst eigentlich keine Rolle spielt. Aber jetzt gucken wir uns das an. Ich könnte das jetzt mal von der letzten Bundestagswahl runterrechnen. Ich fange das einfach mal an mit meiner ehemaligen Partei, die SPD, die am meisten Stimmen bekommen hat. Es wird ja immer nur noch in Prozent gerechnet. Das ist aber verfälschend, weil man natürlich halt die unterschlägt, die sozusagen nicht zur Wahl gegangen sind oder überhaupt kein Wahlrecht besitzen. Also kann man nicht von der großen Repräsentation schon nicht mehr so sprechen. Die SPD hat 26% ungefähr gekriegt in der Zweitstimme, wurde aber nicht mal von 12 Millionen Menschen gewählt. Von 80 Millionen, die in Deutschland leben, also mit den Gesetzen und mit der Politik ja irgendwie klarkommen müssen, die gemacht werden. Und die SPD stellt ja immerhin jetzt die stärkste Fraktion und den Kanzler, also ist auch die wichtigste Partei in der Regierung, ist es irgendwie noch nicht mal jeder Siebte, der sie wirklich gewählt hat von der Bevölkerung und von denen, die stimmberechtigt waren, also die wirklich abstimmen durften, ist es ungefähr nur jeder Sechste, der sie gewählt hat. So, und trotzdem haben sie sozusagen diesen Status, den sie haben, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr repräsentativ sind. In Berlin ist es noch schlimmer, bei der letzten Landtagswahl. 3,4 Millionen wohnen in Berlin. 1,4 Millionen dürfen überhaupt nicht abstimmen. Fast 1 Million ist nicht zur Wahl gegangen. Die werden komplett unterm Tisch gefegt. Kann man sagen, ja, selbst schuld, wenn die nicht wählen. Aber es wählen immer mehr Menschen, nicht weil sie keinen Bock haben, sondern weil sie frustriert sind und weil sie sagen, egal wen ich wähle, es passiert sowieso nichts. Dann gibt es noch mehrere hunderttausend Stimmen, die weggefallen sind, weil diese Parteien, obwohl sie gewählt worden sind, nicht vertreten sind im Senat, sodass am Ende nur jeder Dritte, der in Berlin lebt, sich im Senat vertreten fühlen darf. Dass er dann auch noch betrogen wurde, weil die SPD hat hauptsächlich einen Wahlkampf gemacht, die CDU zu verhindern. Also ganz viele haben die SPD gewählt, um die CDU zu verhindern, haben aber dann mit der SPD die CDU gekriegt. Und bei der CDU gab es mal eine Umfrage nach dieser Berlin-Wahl, selten, dass es so passiert, wo die Hälfte gesagt hat, dass sie die CDU eigentlich gar nicht inhaltlich wählen wollte, aber sie waren so frustriert von den anderen, dass sie diesmal CDU gewählt haben. Das heißt, irgendwie da regieren zwei Parteien, die sich ganz sicherlich nicht auf eine Mehrheit der Bevölkerung stützen können. Und damit geht die Repräsentation total verloren. Und darüber redet keiner. Es wird nie über die Nichtwähler gesprochen. Höchstens mal noch ganz kurz am Wahlabend. Aber am Ende ist es völlig egal, weil es sind Prozente und es sind Sitze. Deswegen habe ich mal vorgeschlagen, das wäre sozusagen schon auch eine Maßnahme,
Also erstens muss das Wahlrecht verändert werden. Ich finde, dass die 5%-Hürde, ich glaube, da werde ich jetzt hier auch offene Türen einrennen, völlig antiquiert und überflüssig ist. Es muss eine andere Hürde rein oder die Hürde muss weg. Und es ist totaler Quatsch, immer die Weimarer Republik noch vorzuschieben. Die Weimarer Republik ist ganz sicherlich nicht an Splitterparteien kaputt gegangen im Reichstag, sondern die ist daran kaputt gegangen, dass nun viele Leute erstens die NSDAP gewählt haben und zweitens Steigbügelhalterparteien, konservative Parteien das Ermächtigungsgesetz mitbeschlossen haben, mit dafür gesorgt haben, dass die Nazis diese Macht bekommen haben. Daran ist die Weimarer Republik gescheitert. Natürlich kann man also auch wirtschaftlich und andere Gründe noch mit hervorheben, aber ganz sicherlich nicht an den Splitterparteien im Reichstag. Außerdem ist das ja doch ein bisschen her. Das heißt, diese 5%-Hürde muss deutlich weg. Das Wahlrecht, da habe ich ein paar auch andere Vorschläge noch, muss generell überarbeitet werden. Das vielleicht zur Repräsentation. Und jetzt noch der letzte Punkt. Es gibt noch mehr, aber ich wollte mal drei entscheidende nehmen. Ist der Lobbyismus, mit dem ich mich nun sehr lange und intensiv auseinandergesetzt habe und den ich auch selber erlebt habe. Ich war bei Koalitionsverhandlungen dabei, ich war Sprecher einer Arbeitsgruppe Umwelt, auch zu einer Zeit, als die eigene Partei das Ministerium, das Umweltministerium hatte und mit einer Regierung saß. Ich weiß also genau, wie dieses Geflecht zwischen der Fraktion, den Ausschüssen, der Regierung läuft und wer am Ende bestimmt. Und ich will eine Geschichte erzählen, die das vielleicht ein bisschen deutlich macht, aber zu Lobbyismus gibt es natürlich viel, viel mehr zu erzählen, vielleicht dann hinterher in der Diskussion oder wie gesagt, gerne den Podcast hören. Da gibt es viele Geschichten und viele Möglichkeiten, vor allem, weil Lobbyismus sich sehr ausweitet und auch andere Gesichter annimmt. Also es ist bei Weitem eben nicht nur der Lobbyist, der in den Bundestag geht und mit den Abgeordneten spricht, also das, was man so klassisch kennt, sondern wir haben ganz viele Bereiche von Negativ-Campaigning, Thinktanks, die Schlagwörter, Sätze prägen, die dann über Abgeordnete, aber auch Medien in die Öffentlichkeit gebracht werden und andere desavouieren oder Gesetze desavouieren, um ihre Interessen durchzubringen. Mittlerweile sind viele Lobbyisten getarnt, obwohl sie die Interessen von Konzernen und einigen wenigen vertreten. Ja, haben sie eher so Namen oder tarnen sie sich als Anwaltskanzleien oder PR-Agenturen, geben ihre Auftraggeber, ihre Geldgeber nicht preis. Das heißt, es ist ein riesiges Geflecht, was da entstanden ist von vielen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten. Und es verlagert sich auch stark, weil die Profitlobbyisten, ich sage gleich was zu dieser Unterscheidung zwischen Interessensvertretung und Profitlobbyisten, die Profitlobbyisten nämlich schlau sind. Sie kümmern sich hauptsächlich noch um die Regierung und weniger ums Parlament. Da müssen sie schon noch Pflege betreiben, weil erstens können Leute aus dem Bundestag dann in die Regierung gehen. Zweitens kann man ja doch noch Kleinigkeiten vielleicht verändern. Und man muss auch aufpassen, dass die Gesetze noch wirklich durchgehen, die man selber in einigen Ministerien geschrieben hat. Ja, tatsächlich, es gibt eigentlich nicht mehr viele Gesetze, die zumindest bei Themen geschrieben werden, wo es um viel Geld, Einfluss und Macht geht. Also im Energiebereich, im Rüstungsbereich, bei der Pharma, also im Gesundheitsbereich, gibt es sicherlich noch ein paar weitere. Da geht es immer um viel und da stecken viele Konzerne hinter. Und natürlich steckt da auch ihre Zukunft ein bisschen hinter, also ihr Profit. Und natürlich, unser System ist so, das werfe ich den Unternehmen auch gar nicht vor, dass diese Konzerne Profit erwirtschaften müssen. Nur so überleben sie ja, gerade auch wenn sie eine große Konkurrenz haben. Und deswegen stecken sie selbst viel Geld in diese Beeinflussungsmaschinerie. Übrigens können sie das von der Steuer abziehen, was schon wieder sehr heikel ist. Also wer viel Geld in Lobbyismus steckt, kann das von der Steuer abziehen. Im Endeffekt ist das eine Subventionierung, muss man so sagen. Das heißt, wir zahlen alle den Lobbyismus mit.
Und sie haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und da wird es jetzt schon zum Ungleichgewicht und wird es demokratisch wirklich heikel. Ich habe nichts dagegen, dass Konzerne auch, auch wenn es Profitlobbyisten sind und die Profitinteressen vertreten, ihre Positionen deutlich machen. Dafür gibt es aber eigentlich demokratische Verfahrensweisen, sowohl in den Ministerien als auch im Bundestag mit Anhörungen, mit Verbändeanhörungen und so weiter. Aber das machen, nehmen sie zwar mit, aber das meiste umgehen sie. Und jetzt wird es eben heikel. Bei uns ist es so, je mehr Geld du hast, je mehr steckst du in dem Bereich Lobbyismus, und desto mehr kannst du die Politik beeinflussen. Und das ist ja genau antidemokratisch. Das heißt, je weniger Geld du hast, je weniger Möglichkeiten hast du, Politik zu beeinflussen, und desto weniger wirst du gehört. Übrigens auch in den Medien. Und das ist ein riesen Problem, weil natürlich deswegen sich nur die Interessen von einigen immer wieder spiegeln werden und die Interessen von vielen häufig auf der Strecke bleiben. Außer sie haben jetzt gerade Glück, dass sich da doch eine Lobby drum kümmert und das gerade mal deckungsgleich ist. Aber meistens ist das natürlich nicht so. Ich nenne jetzt mal so eine Anekdote, wo man das so ein bisschen erkennen kann, wie das funktioniert mit dem Lobbyismus. Als ich relativ neu war im Bundestag, ich habe halt Glück gehabt, ich bin jung da reingekommen, war in der Regierungsfraktion und bin direkt Berichterstatter geworden für einen Bereich, wo ich das unbedingt werden wollte, für erneuerbare Energien, insgesamt noch für Energiepolitik und ein bisschen auch für Klimaschutz. Das war natürlich eine wichtige Position. Vor 20 Jahren ging das ja richtig los mit den erneuerbaren Energien. Es gab Fördergesetz, das sollte ausgeweitet werden. Und das war natürlich heiß umkämpft. Und gerade so die alte Energielobby war natürlich erpicht darauf, dass die Erneuerbaren möglichst nicht schnell vorwärts kommen, weil sie natürlich weiterhin ihre Kohle, ihr Gas und ihren Atom verkaufen wollten. Das heißt, meine Position war da relativ wichtig. Außerdem junger Abgeordneter, Wahlkreis direkt gewonnen, also kommt wahrscheinlich auch nochmal wieder. Und ich hatte also alle Lobbyisten, die es gab, dann gleich auf meinem Schoß sitzen. Ich habe dann einen Termin gehabt mit einem Vertreter eines großen Energieversorgungsunternehmens aus dem Ruhrgebiet, also auch nicht weit von mir zu Hause sozusagen. Habe mich dann selbstständig kümmern müssen, um das ein bisschen zu konterkarieren, mit einem Termin jemand aus dem Umweltverband, um auch die andere Position zu hören. Ich habe dann den Kollegen von diesem Energieversorgungs bei mir im Büro gehabt. Der war sehr geschult, Klammer auf, der hat ein ungefähr so hohes Gehalt bezogen wie ein Abgeordneter und sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen können, mit dem Thema und natürlich, wie man Lobbyismus betreibt, war der hochgeschult, Klammer zu, das habe ich natürlich alles später erfahren. Der hatte viel Zeit, der hat mit mir eine Stunde geredet, den musste ich eigentlich irgendwann mal rauskomplimentieren. Der hat keine Forderung gestellt, der hat keine große Frage gestellt, der wusste alles über mich, was man irgendwie irgendwo lesen konnte. Natürlich hatte er eine Tante in Dortmund wohnen, natürlich war BVB sein Lieblingsverein. Er hat viel über viele Sachen erzählt, aber wenig über Politik. Dann hatte ich einen zweiten Termin eben mit dem vom Umweltverband. Der ist angereist. Klammer auf, war halb ehrenamtlich, also der hat eine kleine Zusatzverdienst gehabt von seiner NGO, wo er sich aber um Klimafragen kümmern musste, also nicht um Lobbyismus, und wusste natürlich auch gar nicht, wie man das macht. Klammer zu, das ist relativ die Regel. Die meisten Initiativenverbände können sich gar keine Leute leisten, zumindest nicht für Lobbyismus, wenn, dann haben sie sozusagen die Fachbereiche, die sie bearbeiten. So, der war abgehetzt, weil er jetzt nach Berlin kam und das für den Verband teuer war, hat er sozusagen 5 Abgeordnete an dem Tag besucht, hatte also nur eine halbe Stunde Zeit, hat mir eine halbe Stunde erzählt, was für eine schreckliche Politik die SPD macht im Umweltbereich und was sie alles machen müsste, und musste dann wieder gehen. Ich konnte auf nichts eigentlich antworten. So, es hat natürlich eine Nachgeschichte. Den einen habe ich nie wieder gesehen von dem Umweltverband, und so ging mir das meistens, wenn ich mit Leuten aus Umweltverbänden geredet habe, und so kannte man das auch in anderen Bereichen, Menschenrechte und so weiter sehen. Dem Kollegen von dem Energieversorgungsunternehmen hatte ich natürlich häufiger Kontakt.
der hat mich dann zum Essen eingeladen. Dann hat er ein Vorstandsmitglied mitgenommen. Dann hat er mich eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Irgendwann hat er mich sogar eingeladen, dass ich auf dem Podium als Referent sitze mit anderen. Das war eine totale Aufwertung. Junger Abgeordneter, 500 Leute, 500 Gäste, teilweise international. Ich sitze auf dem Podium für die SPD. Es bestimmt nämlich nicht die Partei, wer da sitzt, sondern es bestimmt die Lobbyisten. Und das ist natürlich super. Das wertet einen auf. Das findet man gut als Abgeordneter. Macht das natürlich gerne. Man wird wichtiger. Und dann hat er mir auch noch ein Gesetz zugespielt, was ich nicht bekommen habe als Abgeordneter, obwohl es mein Fachbereich ist, obwohl es mein Ministerium war. Aber der Lobbyist, der hat es bekommen. Und er hat es mir geschickt, damit ich einen kleinen Vorteil habe, indem ich rechtzeitig davon weiß und darauf reagieren kann. Das heißt, er hat mir wieder einen Gefallen getan und jetzt war ich dem schon langsam was schuldig. Und erst dann kommt die erste, natürlich wird man das nicht jetzt Forderung bringen, aber kommt so das erste Mal, ja, jetzt nach dem Motto, ich habe so einiges für Sie getan, Herr Bülow, jetzt könnten Sie vielleicht mal was für uns tun. Das formuliert er natürlich anders, aber so werden Abhängigkeiten zwischen Profitlobbyisten und Abgeordneten geschaffen. Und diese Kaskade geht natürlich weiter. Einladung, Loge, irgendwo beim Sportereignis und so, dass man irgendwann aus dieser Abhängigkeit nicht mehr rauskommt. Ich habe die Notbremse da gezogen, aber ich wusste dann, wie es läuft. Und viele Abgeordnete ziehen diese Notbremse nicht. Es gibt Abgeordnete, die kommen gar nicht in diese Problematik, weil sie bestimmte Themen nicht behandeln oder weil sie nie eine wichtige Berichterstattung haben oder wirklich hinten sitzen bleiben im Bundestag. Aber es gibt eben auch eine Reihe, die genau dann in dieses Problem kommen. Das heißt, man kriegt nicht sofort diesen Geldkoffer, aber die Angebote und die Gefälligkeiten, die man bekommt, werden immer größer und irgendwann werden die Abhängigkeiten groß. Und so funktioniert Lobbyismus. Und das kriegen wir alles draußen nicht mit. Und wenn mal ein Skandal kommt, dann ist es ein Einzelfall. Und ja, das ist jetzt völlige Ausnahme und das finden wir natürlich auch nicht gut. Aber letztendlich gehört das zu den Spielregeln. Es ist sogar so, dass die Abgeordneten mit den meisten Lobbykontakten die wichtigsten Abgeordneten sind. An denen orientiert man sich. Die sind häufig nicht in den Fraktionssitzungen, die sind häufig nicht in den Ausschusssitzungen, weil sie bei irgendwelchen Lobbyisten sitzen. Die Arbeit machen dann andere dafür mit. Aber das sind die wichtigen Abgeordneten, das sind dann die, die ministrabel sind, das sind die, die in den Parteien oben mitspielen und Karriere machen. Und das ist ein System, was hochproblematisch ist und was natürlich dann dazu führt, dass einseitige Interessen sich in Gesetzen widerspiegeln, überhaupt Gesetze deswegen erst entstehen oder auch bestimmte Gesetze, die notwendig werden, eben nicht zustande kommen. Und dagegen habe ich mich lange gewehrt und versucht, die Spielregeln zu ändern. Aber meine Fraktion, meine Partei, an der Basis sind sie mir alle gefolgt. Auf Parteitagen haben wir tolle Beschlüsse zu allem Möglichen gefasst, aber in der Praxis und im Bundestag wurde es nie umgesetzt, es wurde nie in einer Regierung in Koalitionsgesprächen überhaupt zur Sprache gebracht. Und wenn es dann doch mal, wie jetzt Lobbyregister, mal eine Verschärfung irgendwo gibt oder mal ein Gesetz gibt, das in die richtige Richtung geht, dann ist es meistens mit vielen Schlupflöchern und auch nur, weil gerade mal irgendwie so eine öffentliche Lage entstand, dass man das irgendwie machen musste, damit man nicht mehr darüber diskutiert. Aber es geht so ein bisschen an den Problemen vorbei. So, letzter Punkt wäre jetzt für mich doch nochmal darauf einzugehen, was kann man eigentlich machen, was müsste man machen? Ich konzentriere mich da ehrlich gesagt jetzt auf einen Punkt, aber nenne ein paar Stichworte und wer möchte, kann da einfach dann einhaken. Bei den Punkten, die ich jetzt nicht ausführlich nenne. Ich habe gerade schon die Wahlrechtsreform angesprochen, die wir unbedingt brauchen. Wie gesagt, ich bin nicht nur dafür, die 5%-Hürde abzuschaffen. Ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Reform. Ich möchte auch, dass man mindestens ab 16 wählen darf. Ich will also diese Repräsentation etwas stärken. Ich möchte aber auch andere Möglichkeiten schaffen in diesem Wahlrecht. Ich will auf keinen Fall die Wahlkreise abschaffen. Das finden viele richtig oder gut. Ich glaube aber, dass im Wahlkreis der Abgeordnete noch am ehesten zu stellen ist. Den kriegt man am ehesten in seinem Wahlkreis. Deswegen sind aber auch viele eigentlich kaum noch in Wahlkreisen. Manche haben nicht mehr Büros in ihren Wahlkreisen. Die wohnen hauptsächlich in Berlin und kommen dann vielleicht im Monat einmal zurück, übernachten dann einmal da, haben dann da 5, 6
Termine geballt, aber meistens irgendwelche offiziellen Termine oder in ihrer Partei, nach außen hin aber eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich da, wo die Arbeit stattfindet. Die Hälfte der Arbeit müsste in den Wahlkreisen stattfinden. Das habe ich immer gemacht, nicht nur, weil ich irgendwie so heimatverbunden oder ortsgebunden bin, Verbundenheit hatte, sondern weil ich das einfach für eine absolut wichtige demokratische Aufgabe und weil nur da mich die normalen Menschen ja noch treffen können. In Berlin sind die nicht. Und da lebt man unter einer Glocke, ne, und hat mit Parteikollegen zu tun, mit Journalisten zu tun und mit Lobbyisten zu tun. Alle aus einer Gehaltsklasse, alle jenseits von irgendwelchen sozialen Problemen. Und auch sonst sieht man eigentlich so wenig an dem, was in der Realität passiert. Im Wahlkreis ist das noch, zumindest bei einigen Abgeordneten, anders. Und da kann man sie noch kriegen. Deswegen Wahlkreise auf keinen Fall abschaffen, eher stärken. Trotzdem natürlich ein System machen, dass kleinere Parteien auch eine Chance haben. Nicht nur, wenn diese 5%-Hürde weg ist, sondern auch mit einem bisschen anderen Zielsystem, das außerhalb dann der Wahlkreise gezählt wird. Aber das ist nur so ein kleiner Einblick. Ein Stichwort Resonanz. Das würde ich auf jeden Fall gerne gleich noch ausweiten. Ich glaube, wir haben ein großes Resonanzproblem. Es ist nicht mehr so viel Austausch und Diskussion politisch, vor allen Dingen auf fachlicher Ebene, aber auch was die Stimme der Bevölkerung angeht, es ist meistens Beschallung. Beschallung von oben, aber auch die, die unzufrieden sind, ich nenne es jetzt mal die Wutbürger, beschallen ja auch nur noch von der anderen Seite. Resonanz heißt aber Austausch, eine Diskussion mit Argumenten und nicht Beschimpfungen. Oder einfach nur, wir machen es. Diesen Austausch gibt es immer weniger. Viele Resonanzräume wurden abgeschafft, bis runter in den Kommunen, wo einfach bestimmte Räume nicht mehr sind, Begegnungszentren geschlossen werden und. All das muss aufgebaut werden. Das müssen auch durch Abgeordnete, muss das geschaffen werden, dass es diese Resonanzräume gibt, wo ein Austausch stattfinden kann. Heißt aber auch, dass man viel mit Menschen reden muss, auch wenn die Position mir nicht passt. Damit sozusagen auch da was haften bleibt und dass ich natürlich weniger Zeit mit Lobbyisten verbringe. Wenn ich in einer Woche 20 Stunden oder 15 Stunden mit einem Lobbyisten verbringe, der vielleicht sogar nur einen Konzern vertritt oder von mir aus auch ein paar Konzerne vertritt, aber dann keine Zeit mehr habe für die Sprechstunden mit den normalen Bürgerinnen und Bürgern, dann werde ich natürlich, auch wenn ich kein Geld dafür kriege, wenn ich keine Vergünstigung habe, werde ich beeinflusst. Jeder Mensch ist beeinflussbar. Und je mehr Zeit ich mit einer Position verbringe und die anderen Positionen außen vor lasse, desto mehr nähere ich mich dieser Position an, erst recht, wenn ich damit dann auch Karrieren machen kann. Also das muss unbedingt verändert werden, aber auch nur das als Stichwort. Zu Parteien sage ich jetzt mal nicht so viel, da könnte ich aber auch viel sagen, vielleicht nur ein Stichwort, die müssen sich verändern. Es ist immer so schwierig, von etablierten Parteien zu reden, weil ich ja weiß, dass dieser Sprachgebrauch auch gerade von einer Partei besonders benutzt wurde. Trotzdem will ich das jetzt mal so sagen, von den großen Parteien, die es schon länger gibt, die versuchen, einen Erbhof daraus zu machen, was sie besitzen und das zu verwehren. Und immer auch kommt dieses bloß keine anderen Parteien, wäre das eine verschenkte Stimme. Deswegen gibt es ja auch diese 5%-Hürde. Das ist antidemokratisch. Menschen zu sagen, du darfst die nicht wählen, weil die Stimme zählt nicht. Deswegen musst du uns wählen. Und wenn du dann die uns wählst, also die, die das gesagt haben, machen sie doch nicht das, was sie vorher versprochen haben oder gehen mit Koalitionspartnern zusammen. Das ist ein großes Problem, was meines Erachtens angegangen werden muss. Das heißt, da müssen bestimmte Rechte beschnitten werden. Das Geld muss auch anders aufgeteilt werden. Es kann nicht sein, dass ein paar Parteien große Stiftungen haben mit viel Geld, wo sie viel politische Bildung machen können. Aber natürlich findet auch Parteiarbeit statt. Das wissen wir alle. Das muss unterbunden werden mit der Parteiarbeit. Wenn, dann muss es wirklich politische Bildung sein. Aber das muss auch besser aufgeteilt werden. Da müssen auch die anderen was von bekommen, die eben nicht so groß sind, aber die trotzdem ja die Willensbildung widerspiegeln. Ich würde auch NGOs aufwerten und nicht abwerten, indem man noch ihre Gemeinnützigkeit streicht. Das ist doch ein Witz, dass man von Organisationen Gemeinnützigkeit streicht, nur weil sie sich politisch auch Aussagen treffen. Du kommst gar nicht drum herum, wenn du dich für Menschenrechte einsetzt, wenn du dich für soziale Belange einsetzt, kommst du gar nicht drum herum, auch politische Aussagen zu treffen. Also da die Gemeinnützigkeit zu streichen, finde ich völlig hanebüchen, müsste man sogar eher stärken.
Natürlich muss es sich im demokratischen Bereich abspielen. Das ist natürlich klar. Wahlrecht habe ich ein bisschen was gesagt. Resonanz. Und jetzt kommen wir aber zu dem wichtigsten Punkt, den ich unbedingt noch beschreiben möchte. Das ist, ich bin dafür, dass wir eine weitere Säule in der Demokratie haben. Ich will das Parlament nicht abschaffen, möchte aber dem eine Säule entgegenstellen, wo partizipative Möglichkeiten gestärkt werden und doch außerhalb der Wahlen noch Möglichkeiten bestehen. Und viele haben da die Volksabstimmung. Ich bin ein bisschen skeptisch und kritisch gegenüber Volksabstimmungen, weil auch sie lobbymäßig sehr beeinflusst werden können, weil man mit viel Geld große Kampagnen fahren kann, um bestimmte Dinge zu verhindern. Ich sage aber nicht, dass ich sie gar nicht haben will. Die müssen irgendwie möglich sein. Die könnten aus gekoppelt werden mit anderen Möglichkeiten. Ich sehe die stärkste Möglichkeit bei Bürger- oder Bürgerinnenräten, Bürgerversammlungen oder wie man das auch immer nennen möchte. Allerdings dann, wenn die Aussagen so eines Rates Relevanz bekommen. Das heißt, wer das Modell nicht kennt, es gibt ein Losverfahren und zu einer bestimmten Frage kommen Menschen, die ausgelost werden, aus unterschiedlichen Zusammenhängen zusammen. Unterschiedliches Alter, unterschiedliche Jobs, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliches Vermögen kommen zusammen, um dann zu einer Sachfrage eine Zeit lang zu beraten. Das geht nicht zu allen Fragen. Als Grundvoraussetzung hätte ich da zum Beispiel, wenn man eine Petition eine bestimmte Stimmenzahl hat, dann kann die Petition nicht nur dazu führen, dass man es im Bundestag behandelt, sondern dass aus der Petition dann zum Beispiel so ein Bürgerrat entsteht. Und dieser Bürgerrat wird sich dann beschäftigen mit einem Thema, löst sich irgendwann auf mit einer Entscheidung. Die Leute kommen nie wieder so zusammen. Das heißt, es lohnt sich nicht, die zu lobbyieren. Es bringt nichts. Es sind auch nur eine Zeit lang zusammen. Sie können sich Expertinnen, Experten dazu holen, auch die Politik anhören, was sie dazu zu sagen hat, kommen aber zu einem eigenständigen Urteil. Die gab es ja auch schon immer mal, auch in anderen Ländern. In anderen Ländern sogar teilweise mit Relevanz. Bei uns sind sie dann zusammengekommen und dann war es hinterher schön, dass wir darüber geredet haben. Ein paar Politiker haben eifrig sich bedankt und gesagt, ach toll, dass ihr das gemacht habt. Und dann ist alles wieder vom Tisch gewesen. Ich will aber, dass es eine Relevanz hat, weil ansonsten die Entscheidung völlig verpufft. Ich möchte, dass diese Entscheidung in eine Gesetzesinitiative, automatisch in eine Gesetzesinitiative mündet, die dann im Bundestag, im Landtag oder auf kommunaler Ebene, weil diese Räte soll es überall geben, dann zur Entscheidung gestellt wird. Und diese Entscheidung darf nicht nach Parteiproporz oder Fraktionszwang entschieden werden, sondern jeder Abgeordnete nach seinem Gewissen. Dann kann man das immer noch verhindern. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, wir schränken parlamentarische Demokratie ein, sondern ich würde sagen, wir stärken es eher, weil es noch andere Prozesse gibt, außer dass die Regierung Gesetze schreibt, jetzt vielleicht eben einfach auch mal eine Bevölkerung daran beteiligt ist. Und dann gibt es diese Abstimmung darüber. Ich glaube, das würde eine hohe Resonanz erzeugen, weil auf einmal Menschen, oh, da ist ja der Handwerker daneben und da ist der Krankenpfleger dabei, man würde sich identifizieren mit so einem Bürgerrat. Die Medien hätten Interesse daran, weil man weiß nicht, wie es hinterher abgestimmt wird. Die Politik muss sich mit beschäftigen, und zwar anders, als sie sich sonst damit beschäftigt. Meistens geht es eben nach Parteitaktik oder Fraktionszwang und nicht danach, was denn das Gewissen sagt der Abgeordneten. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Das hätte also eine hohe Relevanz und dann kämen auch mal andere Entscheidungen zustande, die trotzdem eine demokratische, hohe demokratische Wertigkeit haben. Das wäre sozusagen ein Vorschlag von mir, wie man bestimmte Sachen aufbricht. Und ich würde natürlich damit anfangen, dass sie zu Regeln die Bundestagsabgeordnete einhalten sollen. Weil das ist der größte Witz überhaupt, die größte Absurdität, dass wir Abgeordnete, also ich sage noch wir, obwohl ich nicht mehr dazugehöre, unsere eigenen Regeln machen. Das heißt natürlich, dass wir bestimmte Regeln auch nicht machen, die uns einschränken nämlich. Und damit müsste man sowieso anfangen, das wäre sowieso einer meiner wichtigsten Vorschläge, dass wir eine andere Transparenz, andere Regeln, was Lobbyismus angeht, was eine Selbstbeschränkung angeht, was Nebenjobs und so angeht, brauchen wir andere Regeln im Bundestag, die überwacht werden, übrigens neutral überwacht werden und nicht von,
wenn es Regeln gibt, dann überwacht es das Bundestagspräsidium, dann überwachen sich im Prinzip selbst. Das funktioniert auch eben nicht so gut und es gibt auch keine Sanktionsmöglichkeiten, wenn mal jemand gegen diese Regeln verstößt. Das muss sich ändern und ich glaube, das würde am ehesten so ein Bürgerrat machen können. Und übrigens gibt es auch eine Menge Abgeordnete, die ganz froh wären, wenn es sowas geben würde, weil sie sind nicht immer glücklich mit den Entscheidungen, die es gibt im Bundestag. Und es gibt ja eben auch schwere Entscheidungen, wenn es um einen selbst geht. Und wenn das jemand anders übernehmen wird, wie so ein Bürgerrat, dann würden wir, glaube ich, auch insgesamt einen Schritt weiterkommen. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug für den Anfang geredet. Danke für die hohe Aufmerksamkeit. Und freue mich auf Fragen, weil ich natürlich ein paar Sachen auch einfach nur angeschnitten habe. Dankeschön erstmal. Und übrigens ein bisschen etwas erkältet, deswegen ein bisschen entschuldigt, weil meine Stimme jetzt, glaube ich, leicht den Bach runtergeht. Ja, super. Vielen lieben Dank, Marco. Also wirklich super interessante Einblicke und auch mal so eine Sichtweise zu hören von einem Abgeordneten, der dann doch ein bisschen kritisch sich mit dem System dann auch auseinandergesetzt hat. Also wirklich sehr spannend. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis an die Runde, dass der Vortrag hier aufgezeichnet und gestreamt wird. Das heißt, jetzt in der anschließenden Fragerunde dürft ihr gerne eure Frage selber stellen, aber dann seid ihr eben auch im Stream zu hören und gegebenenfalls zu sehen, wenn ihr dafür euer Video anschaltet. Nach der Fragerunde werden wir noch eine offene Diskussionsrunde machen. In der schalten wir das Streaming dann ab und die Aufnahme. Da kann dann ganz offen von allen. Okay, es sind auch schon einige Fragen im Chat angemeldet worden. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal mit der ersten Frage von Martin. Hallo, ich hoffe, man kann mich hören. Man kann dich gut hören, ja. Wunderbar. Vielen Dank für den Vortrag, war sehr interessant. Direkt zum Anfang vielleicht eine Frage, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen naiv rüberkommt, aber nachdem man so diesen Vortrag hört und die, ich nenne es jetzt einfach mal Zustände, die ja scheinbar dort herrschen, auch normal sind, wollte ich jetzt einfach mal ganz banal fragen. Unter den Politikern, die du kennengelernt hast während deiner Amtszeiten, auch im Nachhinein, wie ist da, wie würdest du den Anteil bewerten an welchen, bei denen du sagst, die sind genuin interessiert daran, etwas zu verbessern, trotz all dieser, ich sage jetzt mal, entgegengesetzten Incentives, die da geschaffen werden? Soll ich direkt oder wollen wir sammeln? Ich weiß nicht, wie ihr das handhaben wollt. Ich kann auch direkt. Wir können mal, noch sind es ja nicht so viele Fragen, da kannst du, glaube ich, direkt kurz drauf eingehen. Können wir gucken, dass wir uns ein bisschen kurz halten, dann kommen alle dran, denke ich. Okay, also ich glaube, dass schon von denen die Staaten es eine Mehrheit sogar gibt, die wirklich was verändern wollen. Natürlich gibt es die Karrieristen, gibt es die, die auch gar nicht so viele eigene Positionen haben und dann durchkommen. Die gab es aber schon immer. Ich spreche aber dann immer von Korrektiv, also von denen, die eben schon was verändern wollen, egal jetzt auf welcher Position und ob es meine Positionen sind oder nicht. Ich glaube, dass viele so anfangen. Aber es gibt viele Hürden im Bundestag, die dann dazu führen, dass du da nicht weiterkommst. Also viele wissen nicht, dass das die Durchschnittsverweilzeit im Bundestag gar nicht so hoch ist. Die liegt bei 6, noch was Jahre. Also viele sind nur ein oder zwei Perioden im Bundestag. In der Zeit werden sie ziemlich alleine gelassen. Du kommst ins kalte Wasser, du musst so viele Sachen beachten, bis du dich auskennst, bis du weißt, wie es funktioniert. Und fast allen Fraktionen läuft es auch so, dass man die auch alleine lässt, weil dann kommen sie nicht so schnell hoch. Versuchst ja zu schwimmen, also schwimmst du lieber irgendwie mit dem Strom, ist einfacher. Auch wenn du deine Ideale dann noch nicht verloren hast, wird es sozusagen eine Zeit lang dauern, bis du wirklich da mal den Mund aufmachen kannst. Da gehen schon mal viele verloren, weil nach einer Periode sind sie wieder weg. Dann gehen viele weg, wenn sie den Mund aufmachen, werden sie nicht wieder aufgestellt. Also auch da wird es weniger. Das heißt, das flacht ab und dann sehen sie natürlich, dass sie besser nach vorne kommen, wenn sie erstmal ruhig sind. Das heißt, viele nehmen sich vor, wenn ich irgendwann mal eine wichtige Position habe, dann werde ich aber was verändern. Nur kommen sie entweder nicht dahin und wenn sie dahin kommen, ist es mit dem Verändern trotzdem nicht so leicht,
weil es gibt immer noch einen drüber und auch dann sieht man es noch nicht so gerne, wenn du die Spielregeln verletzt. Das heißt, die Luft wird irgendwie immer dünner. Ich sage immer so, 20% im Bundestag, das sind diejenigen, die länger im Bundestag sind und die wichtigen Funktionen, Positionen besetzen in der Opposition und in der Regierung. Und bei denen würde ich sagen, gibt es nicht mehr so viele, die wirklich was verändern wollen. Und die haben aber eigentlich das Sagen. Das heißt, es geht gar nicht um die Anfänge, sondern es geht eher sozusagen diese Stufigkeit, wo es dann immer schwieriger wird. Trotzdem noch ein Satz dazu. Ich habe leider das Gefühl, ich habe immer gehofft, wenn viele Jüngere reinkommen im Bundestag, so wie das jetzt passiert ist, ja, dann wird sich das wirklich ändern. Die Hoffnung habe ich leider nicht mehr. Es sind gerade leider häufig die Jüngeren, die sehr angepasst sind, zumindest bei den Parteien, die da jetzt im Bundestag sind. Also ich nehme mal jetzt dieses Beispiel Junge Grüne und Jusos, die sind ja als fast Radikale da reingekommen und haben ja irgendwie fast die Weltrevolution ausgerufen und von denen ist nichts mehr zu hören, gar nichts. Also außer Insta-Posts und schöne YouTube-Videos gibt es da eigentlich nicht mehr viel zu hören. Und das ist, halte ich für ein großes Problem, weil die könnten sich zusammenschließen. Also Junge Grüne und Jusos haben mehr Abgeordnete als die FDP. Also sie könnten richtig, richtig viel verändern in dieser Regierung, haben sie aber nicht gemacht, also noch nicht mal bei Kleinigkeiten. Ich kenne ein paar, die das versuchen, die aber schon ziemlich einen Schiffbruch erlitten haben. Und das halte ich auch für ein Problem. Deswegen glaube ich, müssen wir so schon mal neue Parteien wie eine Chance bekommen. Okay. Dankeschön. Super, die Frage wurde beantwortet. Ich sehe, dass der Sascha eine Wortmeldung direkt dazu hat. Dann würde ich die mal kurz einmal vorziehen. Sascha, was ist deine Frage? Das ist total lieb von dir. Ich würde den letzten Punkt tatsächlich, Marco, gerne etwas vertiefen. Ich bin mir fast sicher, ich kenne die Antwort, aber dass diesen Jungpolitikern aus den Nachwuchsorgas, um es mal so auszudrücken, plötzlich dann der Biss fehlt. Siehst du da einfach das Problem in der Struktur, die sich über die Jahrzehnte letztlich hinweg etabliert hat im Bundestag oder eben auch in anderen Parlamenten, dass die einfach wirklich so unter der Fuchtel gehalten werden mit voller Absicht, dass sich bloß am Ende nichts verändert und, naja, jeder so weitermachen kann, wie er bisher weitergemacht hat? Also zumindest kommen da so ein paar Mechanismen zusammen. Und natürlich bei denen, die jetzt im Bundestag mitregieren oder da zumindest irgendwie eine gute Chance haben, in den Bundestag zu kommen, gibt es natürlich schon mal so ein Auswahlverfahren. Und da nimmt man natürlich schon mal nicht jeden. Das ist schon mal klar. Also da schleift man sich natürlich schon ein bisschen ab. Trotzdem kann das jetzt wie jetzt vorkommen, dass dann, weil zum Beispiel die SPD hat bei der Aufstellung, stand sie ganz anders da als dann bei der Wahl. Da gibt es viele Gründe für, aber da standen deswegen mal mehr auf der Liste, die sonst vielleicht nicht reingekommen wären. Aber selbst die schaffen es dann nicht, irgendwie ihre Position deutlich zu machen, weil dieses System wirklich, es ist, funktioniert halt von selbst. Und du läufst da wirklich erstmal gegen Wände, wenn du da reinkommst. Und das machen halt viele nicht lange mit. Entweder gehen sie wieder oder sie schlagen sich halt den Kopf auf oder sie passen sich an. Und die meisten gehen diesen Anpassungsdrang nach, weil es sich dann einfacher lebt. Und du hast ja eh genug zu tun. Und du willst ja vielleicht dann doch auch wiedergewählt werden. Und das passiert eben nicht, wenn du das nicht tust. Aber es hat natürlich mit der Aufstellung und der Geschichte der Parteien so ein bisschen zu tun. Und es hat ein bisschen damit zu tun, und das nenne ich immer wieder dieses Korrektiv, was eben fehlt. Diese Köpfe, die nicht ganz so funktioniert haben, die widerborstig waren, die versucht haben, die Spielregeln zu ändern oder nicht nach den Spielregeln gespielt haben im Bundestag, die sind weniger geworden. Die gab es in allen Fraktionen, in allen Parteien, die sind aber deutlich weniger geworden. Aber an denen konnte man sich orientieren, weil wenn die was gesagt haben in der Fraktion, kann ich mich daran erinnern, als ich in den Bundestag kam, war das eben noch so, dann gab es die eben, so ein Hermann Scheer, der stand da, der wusste, er wird nicht geliebt von seiner Spitze und er nervt die nur, aber da haben sich auch Junge dann orientiert dran. Und da diese Vorbilder gibt es auch weniger. Ne? Und das ist halt auch ein Problem. Also orientiert man sich an denen, die da sind,
Und das sind meistens eben nicht diejenigen, die auch noch auffordern, jetzt doch mal vielleicht gegen den Strom zu schwimmen oder wirklich mal seinem Gewissen zu folgen oder wirklich mal seine Inhalte voranzubringen. Das hat wirklich abgenommen. Und das auch deswegen braucht die Demokratie eine Auffrischung, weil dieses Korrektiv nicht mehr so da ist. Gibt noch einen Grund, denke ich. Da wäre ich gespannt, zum Beispiel, wie das bei euch ist oder auch bei den anderen kleineren Parteien. Aber in den größeren Parteien ist es so, dass ich immer drei Gruppen ausgemacht habe. Das ist holzschnittartig. Natürlich gibt es da Überschneidungen und so weiter, aber ich habe drei Gruppen ausgemacht. Einmal diejenigen, die doch hauptsächlich da sind, um Karriere zu machen. Die waren in Dortmund in der SPD, weil alle Posten von der SPD verteilt worden sind. Die wären aber woanders in der CDU gewesen, weil dann die CDU ja die Posten verteilt ist. Denen war das also schon als Jugendliche eigentlich oder als junge Menschen ziemlich egal. Dann gibt es diejenigen, die sind in der Partei, weil es Gemeinschaft bedeutet, weil die Eltern da waren, weil die Geschwister dorthin gehen, weil Freunde die mitgenommen haben. Also auch was Geselliges zu haben. Da sind Inhalte schon manchmal wichtig, aber jetzt auch nicht die wichtigste Einheit, warum man in so einer Partei ist. Und dann sind eben die, die was verändern wollen und die wirklich einen inhaltlichen Kompass haben. So, diese drei Gruppen, die gab es immer. Und jetzt erleben wir seit vielen Jahren, dass junge Menschen häufig nicht mehr in Parteien gehen. Die gehen vielleicht zu NGOs, die gehen irgendwo noch, wenn Demonstrationen sind oder Petitionen gemacht werden, sind sie dabei. Aber sie gehen nicht mehr in Parteien. Das heißt, die Parteien, die etablierten, überaltern sehr stark. Und die Gruppe, die am meisten darunter zu leiden hat, das ist die, die ich das Korrektiv nenne, die aus inhaltlichen Gründen da reingehen. Und umso stärker werden die anderen beiden Gruppen. Und eigentlich haben die Karrieristen dann kaum noch ein Korrektiv. Die gab es auch vorher alle schon, aber sie kriegen jetzt eben nicht mehr das Stoppschild von dem Gewissensüberzeugten und den haben sie auch nicht mehr als Konkurrenten und damit sozusagen wird das alles ein bisschen stromlinienförmiger. Aber natürlich gibt es auch noch ein paar andere Mechanismen. Ich kenne das zum Beispiel bei Juso-Vorsitzenden ja seit 25 Jahren. Also ich galt mal als rechter Juso, um das mal zu sagen. Es ist schon interessant. Jetzt würden sie mich wahrscheinlich als sehr linken SPDler oder hätten sie mich zum Schluss bezeichnet, obwohl ich mag das mit dem Links und Rechts sowieso nicht so gern. Aber ich wurde mal als rechter Juso bezeichnet, nur weil ich habe zum Beispiel immer schon das Thema Umwelt besetzt. Auch Menschenrechte fand ich wichtig und das war bei Jusos früher so völlig nicht angesagt und dann war man automatisch irgendwie ein rechter Juso, weil ich mich auch nicht diesem dogmatischen Stamokap-Flügel angeschlossen habe. Und jetzt muss man sich diese extremen Jusos von damals, also die mich dann und andere beschimpft haben, mal angucken, was die für Karriere in der SPD gemacht haben und wo die stehen jetzt in der Gesellschaft. Also früher hätten die sich wahrscheinlich selbst mit Molotow-Cocktails beworfen. Und heute frage ich mich, hatten die wirklich diese Überzeugung, die sie früher hatten? Oder war die schon irgendwie gestellt? Vielleicht eine Mischung. Aber ich glaube, dass es eben sehr opportun war, als Juso so zu reden. So ist man auch Juso-Bundesvorsitzender geworden. Aber im Parlament kann man mit diesen Positionen nichts mehr erreichen und dann legt man die auch ganz schnell ab und beim letzten Juso-Bundesvorsitzenden kann man das sehr eindrücklich irgendwie sehen, aber auch bei denen davor war das einfach schon so. Das hat nur ein bisschen länger gedauert. Danke, Marco. Also herzlichen Dank. Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort, aber es gab, glaube ich, einige interessante... Ja, sorry. alles gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Um auf deine Frage kurz einzugehen, wie das in kleineren Parteien aussieht, da gibt es tatsächlich auch Studien zu und tatsächlich ist die dritte Gruppe, die du genannt hast, die wirklich mit der Veränderung wollen, die ist am größten, weil naja, Karrierepolitiker hat man hier noch nicht so die großen Aufsichten, da muss man schon lange Atem haben und Gemeinschaft, da die kleinen Parteien doch nicht meistens lokal so sind, sondern sehr groß verteilt, das ist dann auch wieder ein bisschen anders, aber klar, da gibt es auch schon Leute, aber der dritte Punkt ist definitiv mit der Veränderung der ausgeprägteste. Das nur ganz nebenbei. Ja, kann ich auch gerne die Studie suchen, ja, wenn du magst. Gut, machen wir aber weiter mit der Fragerunde. Herr Anton, deine Frage wäre die nächste. Ja, vielen Dank. Und auch direkt schon mal vielen Dank für das Wort Profitlobbyist. Ich finde, das ist ein guter Begriff, um zu beschreiben, was man meint, wenn man
jetzt mal plump gesagt, von schlechtem Lobbyismus sprechen würde. Wie du das oder wie sie das beschreiben, ich weiß nicht, klingt es okay. Klingt jetzt ja so, als ob das Spielfeld vom Lobbyismus sehr, ja, sehr uneben ist eben. Also es ist, ja, dieser Unterschied war ja sehr stark. Und meine vielleicht tatsächlich auch wieder banale Frage wäre, wäre es nicht sinnvoll, um das ein bisschen auszugleichen, diese Gefälligkeiten, von denen du sprachst, zu verbieten, dass das auch unter Bestechung fällt? Natürlich ist es in dem Sinne keine Bestechung, insbesondere weil, ja, da ja immer gesagt wurde, wenn sie das machen, es wurde ihnen ja nicht direkt gesagt, dass sie das deswegen machen müssen. Es war ja eher so, wir tun ihnen mal ein paar Gefallen und dann können sie sich das ja nochmal überlegen. Aber wäre das nicht eine Überlegung, um eben, ja, das Spielfeld eben ein bisschen auszugleichen, damit, ja, Profitlobbyisten von sehr, sehr großen Firmen nicht eben diese starke Macht haben, die sie eben jetzt haben. Und dass gemeinnützige Organisationen ein bisschen oder NGOs auch mehr Chancen haben, da ja, ranzukommen eben. Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer meiner Hauptforderungen, diese neuen Regeln zu schaffen. Und das sind natürlich teilweise auch Verbote. Also, und das muss man leider so knallhart sagen, das hört keiner gerne, aber es gibt eine Menge legaler Korruption. Also es ist nicht verboten und deswegen wird es gemacht, aber eigentlich ist es Korruption. Das heißt, Abgeordnete werden gekauft. Die werden nie für eine, oder zumindest wird das nicht so deutlich, für eine Stimme gekauft, aber im Endeffekt geben sie trotzdem ihre Stimme dafür. Das heißt, verboten ist ja nur, wenn mir jemand Geld gibt und ich erfülle deswegen eine bestimmte Leistung für den. Aber es wird natürlich nie einen Vertrag geben zwischen einem Abgeordneten oder einem Staatssekretär, irgendeinem Lobbyisten, wo das drinsteht, dass es so ist. Aber nochmal, um das zu sagen, es ist total legal, wenn jetzt ein Energieversorgungsunternehmen kommt, ich habe ja gerade von bestimmten Gefälligkeiten gesprochen, aber auch ganz anderen, wenn die mir sagen, pass mal auf, Marco Bülow, wir laden dich einmal im Monat ein, du hältst einen kleinen Vortrag, halbe Stunde oder was, was ich jetzt hier mache, und dafür gibt es 10.000 Euro. Schupp, dann habe ich mein Gehalt, meine Diät verdoppelt durch eine Stunde Arbeit. So, und das kommt sehr häufig vor, dass es genau so gemacht wird. Per Steinbrück war mal der König der Nebenverdienste. Und der hat genau das gemacht. Er ist zu Banken, zu bestimmten Lobbygruppen gegangen und hat dort Vorträge für viel Geld gehalten, was er privat behalten hat. So, das ist alles erlaubt. Die dürfen mir auch zum Wahlkampf Geld spenden, ist alles erlaubt. Wie gesagt, ich darf nur nicht unterschreiben, dass mit dem Geld, weil ich da gekriegt habe, ich sozusagen deswegen ich natürlich willfährig bin und so weiter, aber es macht keiner. Deswegen muss es da klare Regeln geben. Also jedem Beamten und so weiter ist es ja total verboten. In jedem Unternehmen gibt es eine Compliance-Abteilung, wo klar definiert ist, was ein Mitarbeiter machen darf, was er nicht machen darf. Nur im Bundestag gibt es das nicht. Und die wenigen Regeln, die wir haben, wie gesagt, kontrolliert das Bundestagspräsidium. Naja, und ob die das so richtig kontrollieren, ich weiß es ja nicht. Und meistens gibt es auch keine Sanktionsmöglichkeiten. Aber das müsste es komplett geben. Das wäre so dringend. Man hat da immer noch kein Gleichgewicht zwischen den Profitlobbyisten und den Interessensvertretungen. Ne? Ich sage auch nicht immer, dass die Profitlobbyisten jetzt immer die Bösen sind und die Interessensvertretungen sind immer die Guten. Auch das mischt sich natürlich manchmal. Aber die einen haben halt unglaublich viele Mittel, weil sie eben reich und mächtig sind und beeinflussen deswegen sehr stark, und die anderen haben die meisten von denen, manche haben wieder ein paar Mittel schon, aber die meisten von denen haben sehr wenig Möglichkeiten, und das würde kein Gleichgewicht schaffen, aber es würde zumindest ein bisschen das Begrenzen an Macht, was die anderen haben, und übrigens auch nicht nur den Abgeordneten, auch den, was den Parteien gespendet wird, das finde ich geht so nicht mehr. Auch da müsste es andere Grenzen geben und es müsste eine komplette Transparenz geben. Nehmen wir Dänemark. Dänemark
hat ein Transparenzregister. Jede Spende muss sofort in ein Register eingetragen werden. Sofort. Und die kann man sofort mit allen Menschen einsehen. Hier ist es ein Riesenakt. Da gibt es Unterschiede, wie viel man spendet. Dann muss man, kann man sogar anonym bleiben. Da muss man sich melden. Das muss erst nach 2 Jahren in einem Rechenschaftsbericht erscheinen. Und. Es gibt unglaublich viele komplizierte Regeln. Und einige Parteien machen sich so die Taschen voll. Und natürlich machen sie sich beeinflusst. Also ich denke, wenn ihr einen Parteitag macht, dann müsst ihr den selbst bezahlen. Wenn die SPD einen Parteitag gemacht hat, bezahlen den die Unternehmen. Das nennt man dann Sponsoring. Sieht man bei den Tafeln, die da sind. Wenn die SPD-Bundestagsfraktion ein Hoffest gemacht hat, wo sie Hinz und Kunz die ganze Welt eingeladen hat und vor allen Dingen natürlich Journalisten und so weiter, ja, dann haben das Sponsoren bezahlt. Ne, das heißt, da mussten sie noch nicht mal von dem Geld, was sie sowieso schon haben über Parteienfinanzierung und die Stimmen und so weiter, mussten sie noch nicht mehr bezahlen. Und die SPD kriegt noch wenig gegenüber der Union und der FDP und so weiter. Und das auch ist, auch das, auch unter den Parteien gibt es deswegen eine totale Ungleichbehandlung. Und auch das, finde ich, wie bei den Lobbyisten, darf man so nicht mehr existieren lassen in einer Demokratie. Ja, okay. Danke, ja. Vielleicht nehmen wir dazu kurz eine Frage dran von der Julia, die in den Chat geschrieben hat. Ich lese es einfach mal kurz vor, wobei ich nicht weiß, ob sich das erledigt hat, wenn man es komplett verbietet, aber da kannst du ja gleich selber was zu sagen. Zur Offenlegung von Politikereinkommen und anderen Lobbyismusfragen. Wird es nicht immer ein Problem bleiben, solange Politiker selbst darüber entscheiden? Ich denke, es geht in die Richtung, muss vielleicht eine externe Stelle Sachen freigeben, wenn man Nebenverdienste hat, könnte ich mir vorstellen. Ja, das, also natürlich beißt sich die Katze so ein bisschen selbst in den Schwanz, weil der Bundestag müsste ja was anders beschließen. Das macht er natürlich nicht, weil er sich selbst dadurch drangsaliert. Ich kenne aber schon genug Abgeordnete, die das eigentlich auch ungerecht finden. Aber die werden sich niemals trauen, was dagegen zu unternehmen, wenn sozusagen die Fraktionen das überwachen. Deswegen sprach ich von diesem Bürgerrat. Wenn der mal sowas beschließen würde und das würde sozusagen als Gesetzesinitiative in den Bundestag kommen, dann glaube ich, würden sich die meisten nicht verweigern, dem auch zuzustimmen. Trotzdem wäre das natürlich schwierig. Es müsste ein immenser Druck aufgebaut werden in der Öffentlichkeit. Das müsste eine der wichtigsten Fragen sein. Deswegen sage ich immer, die wichtigste Frage vor Ort ist eigentlich, natürlich muss man über Themen sprechen, aber erstmal, ne, wie hältst du das mit einem Kodex? Wir haben ja diesen Kodex aufgestellt für Abgeordnete. Wie hältst du es denn mit der und der Regel im Bundestag? Bist du sauber? Was machst du mit dem Geld und so weiter? Das wäre eigentlich die wichtigste Frage, wenn man vor Ort Leute wählt. Und das müssten eigentlich die Medien auch immer stellen. Aber genau das wird meistens eben nicht diskutiert. Deswegen muss da schon erheblich Druck aufgebaut werden. Wenn es die Regel einmal geben würde, dann muss es natürlich Instanzen geben, die neutral sind, die das kontrollieren. Das ist auch klar. Aber dann glaube ich auch, dass sich schon was verändern würde. Das werden nicht alle Probleme lösen. Und, aber es würde sozusagen auf jeden Fall die Spitzen nehmen und ich denke schon eine andere Kontrollmöglichkeit geben. Und auch eben, ja, die Verführbarkeit wird natürlich dann deutlich geringer. Und vielleicht auch mehr Zeit dann mal für andere Leute. Danke. Julia, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Dann machen wir weiter mit Berthild, deiner Wortmeldung. Berthild, du bist nur mit Kopfhörer drin, nicht mit Mikrofon. Entweder du connectest dich nochmal neu und ich nehme dich dann als nächstes dran oder du würdest deine Frage in den Chat schreiben und ich lese sie dann als nächstes vor. Dann machen wir in der Zwischenzeit mal weiter mit Anthony. Hi, ja. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich muss auch sagen, ich bin großer Fan. Ich habe Lobbyland verschluckt, würde ich fast sagen. Es war echt wahnsinnig spannend und da haben sich mir konkret eigentlich 2 Fragen gestellt, die ich eigentlich schon immer mal fragen wollte. Und jetzt dachte ich, gut, nutze die Gelegenheit einfach mal. Zum einen habe ich mich gefragt, wenn die Lobbyisten das quasi so machen, dass man ja eigentlich nur einen Gefallen schuldig ist, was hätte das für Konsequenzen, wenn man den ja nicht einlöst? Wäre es einfach nur, dass man dann in seiner Ehre irgendwie verletzt ist oder so? Oder hätte das richtige Konsequenzen auch innerhalb der Fraktion? Das wäre interessant. Und das andere, das ist jetzt ein bisschen unabhängig davon, wäre eine Ersatzstimme sinnvoll? Also, dass man
zwei Parteien quasi wählt. Und wenn die eine nicht reinkommt, geht es auf die zweite. Wäre das eine sinnvolle Sache oder wäre das zu kompliziert? Ja. Okay, erstmal zur ersten Frage. Ich habe versucht, es so ein bisschen zu erklären, dass ich da so ein, also es ist ja keine wirkliche Abhängigkeit. Natürlich konnte ich immer sagen, mache ich nicht, ne, mit dem Kollegen des Energieversorgungsunternehmens oder nee, nehme ich nicht an, die Einladung. Oder ich konnte mich theoretisch immer wehren. Je länger ich das nicht tue, desto mehr fühle ich mich ja selbst verpflichtet, dass ich jetzt denke, ich muss dem jetzt auch mal einen Gefallen tun. So, und irgendwann denkt man nicht mehr drüber nach. Dann macht man das einfach. Eine Hand wäscht die andere. So, es gibt da meistens keine unmittelbare Konsequenz, obwohl auch das habe ich schon erlebt. Also wenn ich dann zum Beispiel Gespräche mal nicht geführt habe mit bestimmten Lobbyisten, dann kommt manchmal auch die Fraktionsgeschäftsführung oder die Fraktionsspitze und sagt, hey, du hast schon das zweite Mal das Gespräch mit dem und dem abgelehnt, das geht so aber nicht. Das haben die natürlich nicht gemacht, wenn das ein Umweltverband oder ein Sozialverband war, aber wenn das ein wichtiger Profitlobbyist war, dann wurde ich da auch schon mal aufgefordert. Letztendlich können sie mir aber eigentlich nichts, zumindest in dieser Legislaturperiode nicht. Das heißt, ich habe eine faktische Unabhängigkeit und kann machen, was ich will. Die ist aber, wie gesagt, nur faktisch da, also die ist eigentlich theoretisch da. Faktisch gibt es aber andere Kräfte, die wirken und ich bin selbst irgendwann Gefangener. Und wenn ich dann wirklich Sachen gemacht habe, die wirklich auch nicht okay sind, dann haben die mich sowieso in der Hand. Und auch das funktioniert natürlich häufig. Das heißt, die haben nämlich zu irgendeiner Party eingeladen oder zu irgendeiner Sportveranstaltung, dann wissen die natürlich, wenn sie das jetzt öffentlich machen, dann bist du als Abgeordneter dran, die nicht als Konzern. Das heißt, irgendwann hast du vielleicht sogar so eine Abhängigkeit, wo du Angst hast, dass es öffentlich wird und dann dir wirklich Schaden zufügt. Also es ist so ein Geflecht, das darf man sich eben nicht so vorstellen, dass das plump ist und da sofort irgendwie der Geldkoffer steht. Ne? Das wird nicht passieren, meistens nicht. Aber das steigert sich so peu à peu und dann sehen sie ja auch, ob die Abgeordneten empfänglich sind oder nicht empfänglich sind. Aber wenn du lange genug bearbeitet wirst, die meisten machen es dann mit. Und das gar nicht, weil ich jetzt glaube, die sind jetzt alle schlechte Menschen. Aber die Verführbarkeit ist halt hoch und wie gesagt, die Bestrafungsmöglichkeit ist niedrig. Bis gar nicht gegeben und deswegen geht man das am Ende mit. Das ist ein Problem. Deswegen muss es klare Verbote geben. Weil letztendlich sind sie so verführbar, mindestens genauso wie der Durchschnitt der Bevölkerung auch. Und woanders ist es auch verboten. Und das heißt ja nicht, dass alle das machen. Es gibt ja auch sonst Gesetze, da müsste man ja auch abschaffen. Also warum haben wir sonst Gesetze? Das ist immer so ein Argument, was gerade immer wieder von der Union und anderen kommt, so nach dem Motto, ja, dann würden wir zugeben, dass wir alle irgendwie korrupt sind. Ne, also dann ist ja eine Vorverurteilung da. Ich sage ja, dann muss man auch irgendwie Gesetze abschaffen, wie du das Diebstahl bestraft wird, weil dadurch, dass es das Gesetz gibt, man sagst du ja, alle sind Diebe und deswegen gibt es das Gesetz. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also Regeln und Gesetze gibt es ja nicht. Um alle irgendwie zu diskriminieren, sondern gibt es da, damit bestimmte Sachen einfach nicht gemacht werden, weil es immer Leute gibt, die es dann doch nutzen und machen. Super. Achso, die zweite Frage. Mit den Ersatzstimmen, das kann ich relativ kurz machen, weil also mir wäre lieber, die 5%-Hürde würde komplett abgeschafft werden. Da brauchst du auch keine Ersatzstimme. Ne? Natürlich müsstest du dann trotzdem, ich glaube, bei der Europawahl sind es 1,2%, um einen Abgeordneten ins Parlament zu schicken. Da gibt es ja diese noch die Hürde nicht, die wird ja jetzt dann leider doch geschaffen. Aber auf Bundesebene wären das, glaube ich, dann wahrscheinlich 0,5%, um jemanden ins Parlament zu schicken, ohne Hürde. Dann brauchst du keine Ersatzstimme. Wenn die Hürde nicht gekippt wird oder nur auf 3% runtergebracht wird oder so, dann bin ich auch für eine Ersatzstimme. Es würde zumindest das Problem angeben, dass es ja doch eine Menge in der Bevölkerung gibt, die sagen, ich wähle das kleinere Übel. Ich glaube sogar, dass es sehr, sehr viele sind, die dann doch irgendeine Partei wählen, obwohl es gar nicht ihre erste Präferenz ist, aber weil sie Angst haben, dass ihre Stimme nicht zählt. Und deswegen wäre ich dann, also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, wäre ich auf jeden Fall dann für die Ersatzstimme, also diese
zwei Stimmen, die man dann abgibt nach dem Motto, wenn die Partei, die ich wähle, nicht in den Bundestag, nicht in den Landtag kommt, dann geht die Stimme an die Partei XY. Ich fände es auch deswegen schon spannend und interessant, weil es dann vielleicht mal ein ehrlicheres Bild auf das Wahlergebnis geben würde. Und ich glaube, dann würden auch wieder eine Menge Nichtwählerinnen und Nichtwähler an die Urne gehen, weil die gehen zum Teil auch deswegen nicht, weil sie sagen, naja gut, wenn ich jetzt vielleicht so eine Partei wählen würde, wie die Humanisten oder die Tierschutzpartei oder so, die haben ja doch keine Chance. Also brauche ich auch nicht hingehen. Und das wäre auf jeden Fall mal eine ehrlichere Abstimmung. Schon deswegen müsste es mindestens mal probeweise gemacht werden. Das finden wir auch sehr interessant natürlich. gut, ich probiere jetzt nochmal mit Berthild. Hört man mich jetzt? Ja, man hört dich, perfekt. Wunderbar, vielen Dank, entschuldigt bitte. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine kurze Anmerkung, eine Nachfrage und daraus ergibt sich dann meine Frage an Herrn Bülow. Die Anmerkung ist, es kam ja jetzt gerade der fünf- oder sechsteilige Podcast raus im Deutschlandfunk zu Definiere Demokratie, den ich mir auch angehört habe. Und es kam kein einziges Wort über den Lobbyismus in allen sechs Teilen darin vor. Es ging ums Verfassungsgericht, es ging auch um die Bürgerräte und alles Mögliche. Und in einem Nebensatz wurde gesagt, ja, das würde jetzt Lobbyarbeit betreffen, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Das fand ich schon sehr interessant und ich wollte das nur kurz anmerken, weil ja auch erwähnt wurde, je mehr Geld da ist, das betrifft aber letztlich auch die Medien, ne, wie es da dargestellt wird, die Demokratie. Okay, meine Nachfrage betrifft diesen Profitlobbyismus und so wie ich das verstanden habe, wurde aber, sollte da noch eine Unterscheidung aufgemacht werden zu, ich weiß nicht, zu nur Lobbyismus oder eben zu Interessenlobbyismus, betraf das jetzt nur die NGOs dann sozusagen als oder Verbände als Gegenpol oder gibt es auch Lobbyisten, die keine Profitlobbyisten sind? Das wäre meine Nachfrage. Und daraus ergebend meine Frage, wir sind ja nun angetreten als Partei sozusagen unter anderem auch der Wissenschaft, die Wissenschaft hören will. Wo würden Sie, Herr Bülow, die Wissenschaftler hier einordnen? Ich weiß, es gibt natürlich in den Ausschüssen diese Anhörungen der Verbände und der Fachkreise und so weiter. Aber wie, ich meine, auch in der Wissenschaft gibt es Schulen und so weiter. Also auch da kann man ja in gewisser Hinsicht von Ideenlobbyismus vielleicht sprechen. Wie würden Sie da die Wissenschaft einordnen? Dankeschön. Ja, also erstmal Vorbemerkung. Ich kenne das natürlich, wenn über Demokratie und Politik gesprochen wird, dass genau dieses Thema immer ausgeklammert wird, gerne ausgeklammert wird, obwohl es wirklich entscheidend ist. Das ist ja auch ein Grund, warum ich das mache, auch den Podcast mache, weil wir sprechen zwar im Podcast auch über aktuelle Themen, aber das machen tausend andere Podcasts auch, sondern es geht darum, dass wir das dann versuchen einzuordnen, genau in dieses Lobbygeflecht. Warum gibt es jetzt dieses Gesetz? Warum gibt es diese Entscheidung? Warum entscheidet einer so und einer so? Weil das hat dann viel mit Lobbyismus zu tun. Zu der klaren Unterscheidung nochmal, also die ich treffe eben, auch wenn es natürlich Übergänge gibt, aber ich unterscheide erstmal Profit-Lobby als die Lobby, die für Geld arbeitet und versucht, ihren Geldgeber natürlich Profit zu verschaffen. Das heißt, wo es wirklich darum geht, dass es Konzerne dahinter stecken, Interessensvertretungen dahinter stecken, die knallharte Wirtschaftsinteressen vertreten und wo es einfach um Profit geht, die aber getarnt sein können. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist so ein bekanntes Phänomen, muss man schon fast sagen. Da steckt sehr viel Geld hinter. Die Geldgeber haben ganz klar einen Auftrag an diese Initiative gegeben. Aber viele denken immer noch, Initiative, es hört sich doch gut an. Und neue soziale Marktwirtschaft, das wollen wir doch auch alle irgendwie. Also es hört sich irgendwie doch ganz schön an. Und da gibt es ganz viele Beispiele. Aber letztendlich sind es Profitlobbyisten. Trotzdem muss man sagen, innerhalb der Profitlobbyisten gibt es natürlich eine große Streubreite. Es gibt ganz auch recht kleine mit bescheidenen Mitteln und Möglichkeiten. Und dann gibt es riesengroße, die man aber zum Beispiel total unterschätzt. Also zum Beispiel die Familienunternehmen haben einen Lobbyverband, der wahrscheinlich der einflussreichste ist, den es gibt. Jetzt hört sich Familienunternehmen, hört sich so an, das ist der Tante-Emma-Laden von nebenan. Aber das sind die großen Familien, Porsche, Quant, also die richtig, richtig Geld haben, zu den Vermögensten überhaupt gehören und die jedes Erbschafts
jede Erbschaftssteuer bis jetzt verhindert haben und Gesetze verhindert haben, wirklich komplett, und zwar in allen Fraktionen, einen riesen Einfluss ausüben. Das denkt man immer so nicht. Und auf der anderen Seite ordne ich jetzt alle anderen in Interessensvertretungen ein. Natürlich kann man sagen, es sind auch Lobbyisten, aber auch da ist natürlich eine große Streubreite. Also alle, die aus ideellen Sinne, also die sich für Menschenrechte einsetzen, für soziale Belange einsetzen, auch Bürgerbewegungen. Natürlich sind die nicht immer alle nur da, um sozusagen wirklich jetzt irgendwie was lebenswerter zu machen. Aber im Endeffekt, und auch da gibt es eine große Streubreite von den 5 Leuten, die irgendeine Initiative machen, bis zu einem großen Verband, ich sage jetzt mal wie Greenpeace, die natürlich schon über gewisse Machtmöglichkeiten verfügen und auch über Geld verfügen, weil sie natürlich viele Spenden kriegen. Und trotzdem sind das für mich alles Leute aus Interessensverbänden. Aber wie gesagt, da gibt es eine große Streubreite, und das heißt nicht, dass die einen alle einflusslos sind und die anderen alle viel Einfluss haben, aber trotzdem entscheidet am Ende das Geld, welchen Einfluss man hat. Und in der Demokratie darf Geld nicht entscheiden, wie viel Einfluss man hat, sondern im Gegenteil, Demokratie ist ja dafür da, dass auch die Interessen derer gewahrt werden, die vielleicht eben nicht so viel Geld haben. Das ist ja das Wichtige. Ne? Sonst haben wir ja so eine Aristokratie, wenn man so will. Dann können wir auch wieder ein Dreiklassenwahlrecht einführen. Ne? Das ist ja genau das, was man in der Demokratie nicht will. Aber jetzt nochmal zur Wissenschaft. Also ich würde es nicht als Lobby titulieren. Natürlich weiß ich auch, dass Lobbyismus auch in der Wissenschaft, also nicht nur in den Medien sowieso, aber in der Wissenschaft eine immer größere Rolle spielt. Es gibt immer mehr auch Lehrstühle an Universitäten, die gesponsert werden von bestimmten Unternehmen. Und natürlich, das heißt nicht, dass der Wissenschaftler, der dann da arbeitet, willfährig ist, aber gerade im Energiebereich kenne ich dann doch so einige, die zumindest bestimmte bestimmte Untersuchungen dann vielleicht nicht veröffentlichen oder ganz anders gestalten. Also auch da ist der Einfluss schon da. Aber um das jetzt mal generell zu sagen, ist Wissenschaft natürlich ganz anders aufgestellt und handelt nach Fakten. Natürlich ist Wissenschaft, wenn sie beginnt, irgendwo was zu untersuchen, fehlbar. Das muss man auch so sagen. Und trotzdem, Wissenschaft ist ja dafür da, dass es eben viele machen und die sich natürlich dann mit den Fakten, die sie und den Untersuchungen, die sie haben, immer mehr an die Wahrheit anneigen. Und das ist natürlich eine ganz andere Vorgehensweise, als das Lobbyisten machen oder auch als Politik das macht. Von daher würde ich Wissenschaft auf ein ganz anderes Blatt setzen. Und da bin ich auf jeden Fall dafür, dass sie bestimmte Zugänge haben. Haben sie eigentlich auch. Teilweise wird es aber nicht genutzt, teilweise nutzt auch die Politik nicht. Es gibt Anhörungen, es gibt Expertenkommissionen, dem würde ich sozusagen viel mehr Raum geben im Bundestag auch. Aber auch das wird abgeschwächt dadurch, dass man so viel Zeit mit Lobbyisten verbringt. Also ich nenne mal eine Sache, wo ich mich auskenne. Also jeder von euch wird auch von Ihnen wird auch vom IPCC-Bericht gehört haben. Das ist ja jetzt nicht irgendeine wissenschaftliche Studie, sondern im Endeffekt ist das ja sozusagen die Auswertung aller möglichen Studien seit vielen, vielen, vielen Jahren, die zu dem Thema aus verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen zum Thema Klima zugesteuert worden sind. Und dann daraus versucht man sozusagen ein Exzerpt zu machen und die Erkenntnisse zuzuspitzen. Und da gibt es ja immer diesen IPCC-Bericht. Also ich würde sagen, wenn es hochkommt, haben den 5 Leute im Bundestag wirklich gelesen, von über 700. Und dann gibt es eine extra für Entscheidungsträger eine Zusammenfassung, die so 15, 20 Seiten hat. Und selbst da würde ich noch wetten, dass den vielleicht 20 bis 30 Leute gelesen haben. Und das ist wirklich traurig. Daran sieht man auch, wie viel Wissenschaft am Ende in der Politik zu sagen haben. Natürlich nimmt man sich gerne wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn es in das eigene Politikschema reinpasst und in die eigene Argumentation reinpasst, dann nutzt man mal auch Fakten aus der Wissenschaft, aber nur dann, wenn es nicht reinpasst, egal, dann wird es trotzdem gemacht. Und das daran sieht man, dass der Stellenwert leider da bei uns nicht so groß ist. Deswegen, danke erstmal für die Antwort, deswegen ist es bei uns ja genau andersrum. Erst die Fakten, dann die Position, nicht erst die Position und dann hole ich mir die passenden Fakten. Aber gut. Ich
frag mal kurz zwischendrin, wie viel Zeit du noch hast, Marco, weil jetzt sind die anderthalb Stunden, die wir mal ursprünglich angesetzt haben, vorbei. Wenn du noch ein bisschen Zeit hast, können wir gerne noch mit den Fragen weitermachen. Vielleicht noch eine Runde, wenn es jetzt so zwei, drei Fragen gibt, die sammeln. Ich merke schon, dass meine Stimme jetzt wirklich auch am Ende ist. Dann machen wir das mal so. Dann nehmen wir noch kurz die Wortmeldung einmal der Reihe nach dran und dann kannst du eine Abschlussrunde mit einer gesammelten Antwortrunde machen. Okay, die nächste Frage ist von Eduard dann. Jo, Namen zusammen. Vielleicht kurz vorab, also ich bin dankbar an die Organisation von diesem Abend, dass das Thema Demokratie und deren aus meiner Sicht gehörige Schieflage in den Fokus kommt und dass es euch wieder mal gelungen ist, einen für das Thema wirklich hochqualifizierten Referenten zu gewinnen. Ich danke da jetzt auch Herrn Bülow für die Darstellung der Situation und der Einschätzungen, die ich wirklich umfassend teile. Aber ganz im Besonderen, das möchte ich hervorheben, für die Lösungsskizzen, die er immer mitbringt, hinsichtlich einer Korrektur, einem Update sozusagen dessen, was als repräsentative Demokratie dargestellt wird. Zu dem eben kurz angerissenen Thema der Ersatzstimme. Ich durfte zu Gast sein bei einem Themenabend vom Verein Mehr Demokratie e.V., der hat vor kurzem stattgefunden. Das ist ja eben, da geht es um die Notlösung zu dieser 5%-Klausel. Und da waren über 150 Gäste in dem Meeting drin. Das Setting war 2 Pro-Stimmen, 2 Kontra-Stimmen, jeweils im Wechsel, 4 Minuten, halbe Stunde Podiumsdiskussion und dann die Teilnehmer durften dann Fragen stellen, die über Downvoting. Schau, dass du zu deiner Frage kommst. Ja, okay. diese Schieflage. Ich hätte gerne eine Einschätzung der Rolle der Medienlandschaft, um das Ganze zu korrigieren. Also die Rolle der Medien, also wie ist die Situation aus Ihrer Sicht und wie ist die Einschätzung, dass man dort etwas ändern kann, wenn das eine gehörige Rolle haben sollte, die Medienlandschaft. Wo müsste man dort ansetzen sozusagen, um eine Korrektur der Schieflage hinzukriegen? Alles klar, danke Eduard. Dann nehmen wir noch die zweite Wortmeldung von Melissa dran. Ja, genau. Und ich hätte noch eine Frage zum Profitlobbyismus. Und zwar, du hast ja auch schon auf das Transparenzregister in Dänemark hingewiesen. Und das wäre ja dann quasi so ein Monitoring eines Teils des Lobbyismus, nämlich da, wo eben auch Geld fließt. Du hast davon gesprochen, dass halt sehr viele Abgeordneten sehr viele Lobbyisten sehr viel Zeit mit Abgeordneten verbringen. So habe ich das zumindest verstanden. Und dass sie dann eben ja quasi auch entweder halt emotionale oder zumindest irgendwie anderweitige Abhängigkeiten schaffen auch irgendwo, die man gar nicht monetär erfassen kann. Das heißt, das wäre dann ja eben nicht einfach nur durch die monetäre Kontrolle dann zu berücksichtigen. Was denkst du, was könnte man denn tun, um eben diesen zeitlichen Faktor vor allem einzuschränken? Wir müssen dann Regeln und Kontrollinstanzen aussehen, damit das Problem für alle Abgeordneten gelöst und zumindest abgeschwächt wird. Ja, ganz klar. Super. Dann, wie sind das? Danke, Melissa. Sind das die letzten 2 Fragen? Ja? Okay. Ich fange mal vielleicht bei der letzten Frage an. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil genau, es ist nicht nur der monetäre Effekt, sondern es ist auch der Zeiteffekt und jeder Mensch ist beeinflussbar und natürlich werde ich dann stark beeinflusst. Das muss man sogar noch erweitern. Ich sprach von dieser Käseglocke. Das ist in Berlin wirklich doch ganz anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Also ich war da schon ziemlich überfahren. Du kommst dahin. Und das ist eigentlich eine Käseglocke. Du hast hauptsächlich mit anderen Abgeordneten zu tun. Dann hast du noch mit Lobbyisten zu tun, vielleicht noch mit Mitarbeitern und dann eben mit Journalisten. Das ist alles ungefähr also außer den Mitarbeitern eine Gehaltsklasse. Die Hauptjournalisten teilweise verdienen sogar noch mehr, einige Lobbyisten auch. Und das heißt natürlich, die haben alle nur bestimmte, wenn überhaupt bestimmte Probleme, die sozusagen mit den Alltagsproblemen und dem, was so in der Welt passiert, nicht viel zu tun haben. Und wenn du viel Zeit mit denen verbringst,
dann gehst du in eine bestimmte Spur. Wenn du dann nicht in deinen Wahlkreis kommst und da, wo ich sozusagen herkomme, gibt es dann Gott sei Dank Leute und auch meine Freunde, die seit zig Jahren meine Freunde sind, die mich dann runterholen, wenn ich dann wieder komme. Aber auch die haben gesagt, wenn ich mal 2 Wochen am Stück in Berlin war, hey Kollege, du bist wieder in Dortmund. Und also da merkt man selbst, wie man schnell in so eine Schiene kommt. Und das ist gar nicht irgendwie böswillig oder so, sondern da findet ein Veränderungsprozess statt. Wie kann man denn beeinflussen? Einer habe ich schon gesagt, Wahlkreis ist wichtig. Muss verpflichtend sein. Es muss verpflichtend sein, da Resonanzräume zu schaffen, Bürgersprechstunden anzubieten, auch andere Dinge wirklich zu machen, nachweislich zu machen im Wahlkreis. Übrigens kriegt man da Geld für sogar, dass sich viele aber in die eigene Hosentasche stecken. Auch das ist ein Problem. Es gibt nämlich steuerfreie Pauschale. Da sollte man zum Beispiel ein eigenes Wahlkreisbüro von unterhalten. Wenn man aber kein eigenes Wahlkreisbüro hat, kann man sich das Geld einfach in die Tasche schieben. Weiß fast niemand, wird auch nirgendwo thematisiert. Also da verpflichtend Sachen machen. Aber auch, das hatten wir in unserem Kodex, auch das würde ich verpflichtend machen. Man muss die Lobbytermine auch mit Interessensvertretungen aufschreiben, transparent machen. Da muss ich ja gar nicht schreiben, über was ich geredet habe, also jetzt nicht detailliert, da muss ich nur schreiben, mit der und der Organisation, mit der und der Lobbygruppe, die Namen derjenigen, die mit mir das Gespräch geführt haben, vielleicht noch das Überthema, dann und dann, von dann und dann und fertig. Das schreibe ich auf. Das habe ich irgendwann gemacht. Übrigens haben sich dann meine Lobbytermine deutlich verringert, weil ganz viele dann mit mir nicht mehr reden wollten, nur weil ich das veröffentlichen wollte. Das zeigt ja schon, dass einige da eine Menge zu verbergen haben. Und wenn du das tust, dann erkennst du selbst, ups, jetzt habe ich 5-mal schon mit denen gesprochen und irgendwie habe ich gar kein Korrektiv auf der anderen Seite. Also dann merkt man das schon und zumindest könnte man es dann als Mensch in dem Wahlkreis nachprüfen und auch in der Partei nachprüfen, ob man denn dann wirklich ausgewogen gesprochen hat. Ein Kollege zum Beispiel von mir, der hat den Kodex unterzeichnet, der fand das richtig und der kam dann irgendwann nach mir und sagte, seitdem ich das mache, habe ich erstmal einen Eindruck davon, wie übermächtig die eine Lobby ist, mit der ich spreche und du wirklich recht hast, habe ich dir so nicht abgenommen, dass es da so ein Ungleichgewicht gibt. Also es glaube ich, dass manche da auch eine andere Erkenntnis haben. Das sind so die Punkte, die mir dazu einfallen. Dann nochmal, an der Stelle nochmal, ich finde das gut, dass ihr das mit diesem Wissenschaftsbasierten macht. Ich gehöre sowohl vielleicht der einen als auch der anderen Gruppe an. Ich bin nämlich eigentlich Wissenschaftsjournalist. Ich habe auch als Nebenfach Bio studiert, wollte eigentlich mal nur Naturwissenschaftler werden, bin aber umgeschwenkt, aber deswegen kenne ich vielleicht so ein bisschen beides, aber deswegen arbeite ich vielleicht auch immer ein bisschen anders. Also ich habe immer versucht, im Energie- und im Umweltbereich gerade auch immer die Studien zu lesen, gerade auch immer mich selbst zu informieren und auch meine Mitarbeiter danach ein bisschen auszusuchen, dass sie teilweise aus dem Bereich kamen und mir wirklich zuarbeiten können. Das ist aber die Ausnahme. Die gibt es natürlich auch sonst wo in anderen Bereichen dieser Abgeordneten. Aber meistens hat man Abgeordnete, hat man Mitarbeiter, die in der Partei verankert sind. Die machen auch übrigens Parteiarbeit, auch das ist eigentlich nicht erlaubt. Die Connections haben, die PR machen und die sozusagen die Lobbytermine vorbereiten. Und nicht die wirklich noch inhaltlich groß sich irgendwo einarbeiten. Und das ist auch ein großes Problem. Das müsste viel mehr sein. Ich habe immer anders gearbeitet, natürlich, weil ich als Wissenschaftsjournalist, glaube ich, gut recherchieren konnte und immer versucht habe, wissensbasierte Grundlagen zu nehmen und die sozusagen als Grundlage auch meiner Arbeit zu sehen, so wie ich das beim Klima immer gemacht habe. Da bist man trotzdem fehlbar, ne? Das will ich gar nicht damit sagen, aber ich glaube trotzdem, dass die Grundlage eine andere ist, über die wir dann diskutieren. Was die Medien angeht, der zweite Teil meines Jobs, ja, es gibt natürlich nicht die Medien. Es gibt viele Journalistinnen, Journalisten, die ich kenne, die versuchen, einen guten Job zu machen, die sind auch nicht, glaube ich, beeinflusst. Es wird aber immer schwerer für die und meistens arbeiten sie in Nischen. Oder arbeiten als Freie und kriegen kaum noch Aufträge. Und die zum Beispiel, um das mal so zu benennen, die selbst in der Hauptstadt und selbst die, die fest angestellt sind, mal was zu Lobbys machen, kriegen das fast nicht unter in ihren Zeitungen. Wenn dann mal so ein Schnipsel oder wenn irgendwie gerade mal ein Skandal war. Aber einen grundsätzlichen Lobbybeitrag kriegen sie nicht unter.
Wenn Sie aber sozusagen sonst was skandalisieren, dann geht das immer. Und das heißt natürlich, es gibt eine gewisse, auch da Spielregeln, und es gibt eine gewisse Medienmacht, die das auch verhindert. Bis hin zu natürlich auch Journalisten, die entweder gezwungen sind, sogar PR zu machen oder sogar Lobbyist werden, weil sie als Journalist nicht mehr genug verdienen, oder sozusagen dann auch gerne in zweigleisig fahren, was ich hochproblematisch finde. Es gibt ja aber Organisationen, Netzwerk, Recherche, Korrektiv im Journalismus, die versuchen, sauber zu arbeiten, die das auch deutlich machen. Aber auch da schließen sich, wie ich das beim Kodex kenne, eben nicht alle anderen Journalisten an. Und wir haben ein großes Problem auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, um das mal zu sagen, da hätte man ja die Einwirkungsmöglichkeiten. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Alle Talkshows, und zwar alle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sind außerhalb der Kontrolle von ARD und ZDF. Das heißt, da gibt es keinen Redakteur, der drüber guckt, der da irgendwas zu entscheiden hat, sondern da werden Produktionsgesellschaften eingekauft, die meistens von den Moderatoren gegründet worden sind, diese Gemeinschaften, Gesellschaften, die wiederum dann eben für 2 Jahre oder für 3 Jahre eingekauft sind und die komplett das Programm, die Gäste, die Themen selbst bestimmen. Und das geht nicht. Das heißt, es werden Steuergelder genommen, die an die Öffentlich-Rechtlichen, ich bin übrigens für die Öffentlich-Rechtlichen, also ich will die gar nicht abschaffen wie andere, aber es müssen auch da klare Regeln geschaffen werden. Dieses Geld, was es sozusagen für den Rundfunkbeitrag gibt, darf nicht irgendwelchen Gesellschaften gegeben werden, die dann völlig unkontrolliert gerade politische Sendungen moderieren. Das geht so nicht. Auf der anderen Seite werden immer mehr Gelder für gute Dokus und so weiter eingestampft oder zurückgefahren, während diese Gesellschaften viel verdienen. Und dadurch, dass sie privat sind, habe ich ein paar Mal erlebt, dass die Moderatoren dieser Talkshows, die ja so als unabhängige Journalisten da gelten, gar nicht so unabhängig sind, die dann gerne zu Lobbyveranstaltungen als Moderatoren hingegangen sind und bei so einer Lobbyveranstaltung dann auch mal eben 10.000 Euro an einem Abend verdient haben für 2 Stunden Moderation. Und siehe da, zwei Wochen später in ihrer Sendung dann den Chef dieses Unternehmens sitzen gehabt haben. Also da muss man sich nicht wundern, dass Lobbyismus natürlich in den Medien auch um sich greift. Da ist es aber noch schwerer, irgendwie Regeln zu finden. Aber was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, könnte man das natürlich tun. Es würde übrigens auch den Ruf dann wieder ein bisschen steigern von diesen Rundfunkanstalten, die ja durch die Gebühren bezahlt werden. Aber da gibt es sehr viel Arbeit und auch da gibt es sehr viele Abhängigkeiten. Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, das ist dann meine Lobbyarbeit. Ich habe ja eine NGO gegründet, Plattform Pro heißt die, ist gemeinnützig. Aber wenn es da Interesse gibt, nicht, dass da jemand mitarbeitet oder dass wir um Geld bitten, sondern es geht darum, wenn ihr an dem Kodex Interesse habt, dann könnt ihr plattform.pro, findet ihr, den Kodex euch anschauen. Den haben wir nämlich weiterentwickelt, den damals der Abgeordnete Schick und ich gemacht habe, auch für Parteien. Halten wir den für richtig? Und da werden wir auch unsere Wahlrechtsreform, unseren Vorschlag dann bald mal veröffentlichen. Das findet man auf der Seite, wenn man irgendwie dann nochmal weiter diskutieren will. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch mit dem Thema auch weiter auseinandersetzt. Wie gesagt, verdienen tue ich ja daran nichts mehr. Super. Vielen lieben Dank, Marco, nochmal. Wirklich super spannend, der Vortrag. Ja, genau. Also ich habe ja gelernt, man tut so klatschen in Videokonferenzen. Genau, war super interessant, super viele Einblicke und auch wie du dann von den verschiedenen Themen erzählst und wie du die Fragen beantwortet hast, merkt man einfach, dass du da sehr tief drin steckst. Also nochmal großes Dankeschön. Danke auch an Melissa, die das Ganze mit organisiert hat. Ja, und damit sind wir auch am Ende. Wer noch bleiben möchte in der Runde, der kann gerne auch noch hier bleiben und noch ein bisschen weiterreden. Marco hat jetzt, denke ich, erstmal eine Pause verdient. Ich bedanke mich auch. Auch für die Moderation und den Empfang. Und alles Gute. Tschüss. Dann schönen Abend noch. Tschüss und danke auch von mir.
Tschüss.